Einen wunderschönen, liebes Publikum. So, ein alter Spruch von der Bundeswehr. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Nach einem Ausflug in humoristische Welten letzten Sonntag geht's jetzt mal wieder hier Butter bei die Fische. Wir gucken wieder in den alltäglichen Corona-Wahnsinn, der sich über unsere Republik und die ganze Welt ausbreitet. Also wir haben einige Themen am Start, wie immer. Und meine Crew in Leipzig und Chemnitz wartet schon. Und vor allem frage ich mich, was hat denn der Klinikchef mit dem Bürgermeister von Chemnitz gesprochen, dass er hinterher so übel drauf kam? Eieiei, das gibt's alles gar nicht, was da passiert. Also Leute, hier ist die Ausgabe 171 vom Homeoffice. Anschnallen, wir fliegen los. Guten Abend, die Herrschaften. Schön, euch wieder in alter Pracht zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, eure Kostüme haben mich doch irgendwie, fand ich doch nicht schlecht, ja? Ja, hallo in die Runde. Ja, Grüße auch von mir in die Runde. Und der triste Alltag hat uns wieder. Die Fete ist vorbei und heute widmen wir uns wieder dem Tagesgeschäft. Und es gibt eine ganze Menge zu erzählen und so geht's wieder weiter. Deswegen sind wir hier. Frank, gleich das Wichtigste vorweg. Du hast gute Nachrichten mal. Erstmal gute Nachrichten vorweg. Du hast physisch was in die Hand bekommen, worauf wir alle eigentlich schon lange warten, es in die Hand kriegen zu können. Zeig's uns bitte. Es ist da. Ta-ta-ta-ta-ta. Yay! Mega. Das neue ja, Nuviso Comic. Die vierte Ausgabe von Nuviso Comics ist endlich da. Ich halte sie in den Händen. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, als ich die erste Ausgabe in der Hand gehalten hatte, dass das noch steigerungswürdig ist. Aber doch, Daniel hat sich abermals zum vierten Mal selber übertroffen. Zum ersten Mal mit einer durchgehenden Story über 52 Seiten. Und wir schreiben ja immer oben drauf, kann Fragmente der Wahrheit enthalten. Diesmal sind es ganz schön viele Fragmente, denn wir erzählen hier auf 52 Seiten im Comic-Stil das, was uns in den Jahren 2013 bis 2016 unter dem Titel Der Cheops-Skandal widerfahren ist. Ja. Genauer gesagt, Dominik Görlitz, Stefan Erdmann und unserem Kameramann Jan, die ja längere Zeit auf der Interpol-Fahndungsliste auch standen und in Kairo zu 5 Jahren Haft verurteilt wurden, einen internationalen Skandal ausgelöst haben. Und ich habe damals den Stein ins Rollen gebracht durch das einfache Uploaden eines 2-minütigen Teasers, der dann schon wenige Stunden danach im ägyptischen Morgenfernsehen hoch und runter lief. Also die ganze Story dazu hier im Nuviso Comic 4 kann man jetzt im Shop bestellen. Link unten in der Videobeschreibung. Und ich finde es, ich kann es immer wieder nochmal sagen, diese Erzählform von Comics, total fantastisch. Es fiel mir relativ leicht, diese Story zu schreiben. Und ich bin jetzt am Ende, wo ich das Ergebnis in der Hand halte, auch sehr überrascht, wie kompakt das ist und wie viel da tatsächlich erzählt wird. Ja, viele Aspekte dieser Story und das nur in Comicform. Also Daniel Haas, vielen, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, ja, und wir das zusammen machen dürfen. Ich finde es das beste Comic von allen bisher. Wirklich, ich bin ja Comic-Fan, seit ich lesen kann. Ich habe hier 500, 800 Comics rumstehen, ich weiß gar nicht wie viel. Und diese Erzählform taugt mir am besten. Ich bin ein visueller Mensch, ich lese auch Bücher, aber Comics geht nichts drüber. Und das ist wirklich so diese Story, die ich ja alle schon kannte. Ich kannte das ja alles schon von Erzählungen, von den Filmen her. Aber jetzt nochmal im Comic und auch was mir am besten gefällt, ist dieser Querschnitt von der Königskammer, wie sie dann hochgeklettert sind, wo die Leitern stehen, dass man sich vorstellen kann, wo die Jungs da überall durchgeklettert sind. Das finde ich am allerbesten. Ich kann es kaum erwarten, bis ich es auf dem Tisch habe, ja. Ja, eben, auch von mir. Gratulation, Frank. Das ist in so vieler Hinsicht großartig, ja, dass jetzt das vierte Comic rauskommt. Aber was ich ja hier fast noch spannender finde, ist, es ist eine echte Geschichte. Eine echte Geschichte, mit der du auch zu tun hast. Du warst nicht in Gysi dabei, aber Nuviso hat diesen Stein ins Rollen gebracht, wie du auch gerade gesagt hast, und hat das natürlich die ganze Zeit begleitet. Das ist dein Kameramann, der dort auf dieser Expedition mit dabei war.
Es ist auch deine Geschichte, Frank. Und ich erinnere da mal an den Film von Oliver Stone aus den 90ern über die Doors. Und da hieß es, glaube ich, ganz am Anfang, hat dann so Jim Morrison gesprochen und da hat er irgendwie sowas gesagt wie, lebst du ein Leben, das es wert ist, dass man einen Film drüber macht? Weißt du? Und ich meine, ey, das, was du gemacht hast, ist es wert, eine Comic-Story zu machen. Und tatsächlich ist ja auch die Story so unfassbar groß und wir sprechen eigentlich viel zu wenig drüber. Und ich habe das intern auch schon ganz oft gesagt, auch zum Dominic Görlitz, ey, eigentlich das, was ihr dort macht, das hat so eine Bedeutung. Und der internationale Skandal, der sich da auch rauskristallisiert hat, wo dann Leute involviert waren wie Sai Havas aus hier der Altertumsguru da aus Ägypten, Robert Bowal, der wieder für eure Seite eingestanden hat und so weiter. Ich meine, hey, das ist, man betritt dort einen Bereich, der richtig, richtig heiß ist. Also ey, wirklich da mit dem Cheops-Projekt, finde ich, da habt ihr echt einen großen Rat auch mitgedreht. Ja. Und ey, einen Comic draus zu machen, großartig. Ja, und vor allem ja. Den Finger in einen... Also wer jetzt nicht neugierig geworden ist, ja, nuwisoshop.de kann man es bestellen. Ja, ich will die Story jetzt gar nicht aufmachen, aber ihr habt damals echt in ein Wespennest reingestochen mit diesem Thema, woher kommt diese Kartusche, diese Weißkartusche, wer hat das gemacht, wie alt ist das, ist das der Beweis, dass die Pyramide von Cheops ist eigentlich wirklich echt und. Also die ganzen Implikationen für die ägyptische Kultur, die sich daraus ergeben, ja, ich verstehe, dass damals so ein Echo passiert ist. Ne? Da gab es natürlich Kräfte, die das nicht wollten. Aber... Nur mal noch eins zur Erinnerung, finde ich. Also was so zeigt, wie groß eigentlich dieser Konflikt ist. Und die Story ist auch ja noch immer nicht vorbei. Ja, aber es ist ja keineswegs so, dass Gizeh jetzt ausgeforscht ist und alles klar. Also, ja. Auch die Ergebnisse von dieser Expedition sind ja immer noch nicht wirklich öffentlich. Ja, da gab es ja dann auch noch den Streit mit dem Institut und so weiter. Aber egal. Aber nur ein Aspekt, auf den ich hinweisen wollte. Der Sai Havas hat zum Höhepunkt von diesem Zwischenfall, ja, hat er in ägyptischen Medien hat er Aussagen getroffen, dass die Leute, also Görlitz und Erdmann und der Jan und auch der Robert Bowal, der für die eingesprochen hat, der Sai Havas hat denen vorgeworfen, das wären israelische Agenten. Also Agenten für Israel und für den Weltzionismus. Und die Sorge, die dahinter steckt, das ist tatsächlich nicht nur Sai Havas, sondern es ist in der arabischen Welt, es ist ein schwieriges Ding immer mit Israel. Und die Sorge, die dahinter steckt, ist so, dass man irgendwie ein Narrativ entwerfen könnte oder vielleicht möglicherweise auch Beweise findet, dass die Pyramiden mit der israelischen Geschichte zu tun haben. Und da geht es ja auch also darum, dass vielleicht nicht, also dass es Hebräer waren, die diese Pyramiden gebaut haben, die Gizeh-Pyramide. Und da geht es ja auch noch darum, das hat jetzt keiner von denen erwähnt, das schmeiße ich jetzt hier zusätzlich rein, nur um zu erklären, warum ich das so dramatisch groß finde, diese Story. Manche sagen ja, dass der Tempelschatz, der in Jerusalem war, den Moses mitgebracht hat, die Bundeslade und so weiter. Ihr kennt die Geschichte aus der Bibel. Ja? Manche sagen, dass das eigentlich ein Device war, der aus der Pyramide kam. Und da gibt es ja diesen Sarkophag und manche sagen sogar, die Maße, die in der Bibel angegeben werden für die Lade, das würde genau halt in diesen Sarkophag reinpassen. So. Also möglicherweise haben die dort was rausgenommen, was wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich meine, an diese Geschichten kratzt es ran. Und deswegen hat es gleich so unglaublich große internationale Wellen geschlagen, weil die arabische Welt, Ägypten, die sind total dort sensibel, so wenn alles, was irgendwie Israel betrifft. Das ist aus unserer Sicht auch schwer zu verstehen. Das ist dieser arabisch-israelische Konflikt auch. Und hey, boah, da geht es um Geschichte und Identität und wer hat den kulturellen Anspruch. Und nicht zuletzt haben die Araber auch deshalb Angst, weil es gab ja zwischen Ägypten und Israel auch schon Kriege. Und es gibt in Israel, da gibt es auch so Hardcore-Falken, die von einem Groß-Israel träumen. Und das könnte möglicherweise bis an den Nil reichen und so weiter. Ich meine, weißt du, die Ägypter sind da ganz, ganz vorsichtig bei dieser Geschichte. So. Und das wurde denen vorgeworfen, was natürlich nicht stimmt. Weißt du? Aber plötzlich bist du als Dominic Görlitz und die anderen, bist du auf einmal verwickelt in eine internationale Affäre. Und da werden solche Vorwürfe getroffen. Ich meine, das ist Hot Stuff, ja. Ja, es gibt ja auch noch die Geschichte, dass Moses und Echnaton vielleicht die gleichen Personen waren, ja. Ja, sehr richtig. Das spielt da alles mit rein. Das ist deswegen ist vielleicht uns erscheint das eine total wahnsinnige Überreaktion von dem Sai Havas. Und hey, Sai Havas ist auch jemand, dem man eine total wahnsinnige Überreaktion zutraut, weil der wirklich auch eine angeschlagene Psyche hat. Ich erinnere nochmal hier an diese
Konferenz in Gieße vor ein paar Jahren, wo Cy Harbers und Graham Hancock waren, ein paar andere, wie der sich da verhält. Aber ja, das ist grundsätzlich, kann ich diese Angst, die haben, nachvollziehen, weil die haben wirklich die Sorge, dass irgendwann das historische Narrativ sich ändert und dann letzten Endes dann vielleicht ihr Land sogar verloren gehen würde. So, jetzt haben bestimmt schon mehrere Leute den Entschluss gefasst. Ich will diese Geschichte. Boah, ich sehe schon beim Frank Rattert schon im Kopf, so weißt du. Comic, nächste Story entwickelt sich schon. So. Ach, wir sind schon fleißig am Heft 5 dran, ja. Das wird aber wieder eher politischer, so ein bisschen Jahresrückblickmäßig. Ich freue mich drauf. Und bevor wir einsteigen, es gibt noch eine gute Nachricht, oder was heißt eine tolle Story einfach. Frank, du hast uns gesagt, es ist Post gekommen. Ja, die Margret hat uns eine Sendung zukommen lassen. Und zwar, ich zeige es einfach mal. Dieses Bild, was alleine auf den ersten Blick wunderschön aussieht, ist tatsächlich, ich halte es mal ganz nah ran, genäht. Eine Stickarbeit. Ich weiß nicht, ob das gestickt ist. Es sind halt, selbst bei den Buchstaben, das ist halt aus Stoff einzeln ausgeschnitten und dann halt ineinander genäht. Und die Streifen sind halt nochmal schwarze Fäden. Ah, jetzt verstehe ich so. Ah, okay. Das ist genäht. Genäht, jetzt habe ich es gecheckt. Ich dachte, unfassbare Arbeit. Wie eine Stoffcollage oder so. Kann man das so verstehen? Ja, weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich finde es aber total fantastisch. Vor allen Dingen auch die Farben. Das ist so extrem leuchtend. Irre. Und dieser tolle Rahmen dazu auch noch. Weißt du, das ist ja wirklich, also. Wie heißt die Frau, die es geschickt hat? Das ist, Moment, die Margret hat uns das geschickt. Die hat uns da noch so einen Brief dazu geschickt. Ich lese da mal nur oben kurz vor. Hallo zusammen, liebe Grüße aus Korbach mit einem besonderen Bild, die Raumschiff-Crew. Es war mir eine Herzensangelegenheit, euch dies zukommen zu lassen. Da sind viele Stunden Homeoffice, Stoner, Frank und Frei und Tacheles beim Nähen eingeflossen. Ich höre seit einiger Zeit eure Sendung. Ich freue mich immer noch, vernünftige Menschen zu hören. Also, Margret, vielen, vielen, vielen Dank. Sowas bekommt natürlich auch immer einen Ehrenplatz bei uns im Studio. Da hat sich mittlerweile ganz schön was angesammelt, ja. Ja, wir sollten mal so eine kleine Hall of Fame einrichten. Weißt du, so die ganzen Bilder. Homeoffice-Altar. Ich komme ein bisschen surreal vor, weil ich die Rolle gar nicht verstehe, aber alleine die stundenlange Arbeit, die da drin steckt. Und liebe Margret, wenn du jetzt gerade wieder am Sticken bist oder so, die besten Grüße und Dankesgrüße gehen hier raus von uns. Das erwärmt unser Herz wirklich sehr. Also das ist wirklich, das ist großartig. Also. Oh ja. Wirklich auch überhaupt mein Respekt an alle, so die auch so Hausarbeiten machen, Heimarbeiten, so Handarbeiten, würde ich eigentlich sagen. Weil er jetzt auch diese dunkle Jahreszeit ist. Wir hatten ja drüber gesprochen, Mensch, Natur und so, und jetzt wird es halt dunkel. Ey, früher haben halt die Leute in der dunklen Jahreszeit vor allem zu Hause sich beschäftigt. Wir kennen das noch von dem Michel von Lörne Berger Film, weißt du, jeder hat da irgendwas zu tun so im Winter. Und das ist auch eigentlich, da steckt viel mehr dahinter, weißt du, gerade was viele Frauen machen und können natürlich auch Männer machen. Stricken, Fäden verknüpfen, weißt du, das ist wie dieser Mythos der Nornen, die Fäden des Schicksals verknüpfen, und das hat auch was total Meditatives und auch etwas, was ansteckt. Also, weißt du, kann sich noch jemand erinnern, wie das war, wenn du so als Kind mal bei der Oma warst und die strickt einfach lang, eine Stunde, zwei Stunden oder so, aber das gibt dann, das ist ein ganz heimliches Gefühl, dass das Kind irgendwie dein eigenes Ding gemacht und Oma ist halt da und strickt so. Das ist, alle, die das machen, so, meine Respekte. Oder gerade in der heutigen Konsumwelt, weißt du, wo halt auch Textilien, klar, ist immer einfacher zu kaufen, und ich verstehe auch die Leute, die es nicht machen, ich selber stricke auch nicht und so, aber gerade die es dann machen, meine Respekte. Und in Sachsen hat man Schwibbögen geschnitzt, oder? In der dunklen Jahreszeit. Ja, genau. Also, an alle, die jetzt gerade irgendwie handwerklich beschäftigt sind und sich von uns berieseln lassen, tausend Dank, und wir hoffen auf, ja, dass wir euch inspirieren können bei dieser kreativen Tätigkeit. Und jetzt lasst uns doch eintauchen in die ganzen Absurditäten, die passiert sind. Ich habe eine große Würfelkiste da und schmeiße jetzt einfach mal hin. Das, was mir wirklich am meisten irgendwie gerade unter den Nägeln brennt, ist die Nummer aus dem Chemnitzer Krankenhaus. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Also in zwei Sätzen gesagt, der neue Klinikchef telefoniert mit dem Bürgermeister. Ein paar Stunden später springt er vom Dach von der Klinik.
Ohne Fallschirm. Ja. Ohne Fallschirm. Also irgendwie, ob das irgendwie inhaltlich miteinander zusammenhängt, das ist alles Spekulation, wir wissen das nicht. Aber offensichtlich gab es bei diesem jungen Menschen, der noch gar nicht so alt ist, glaube ich, ja, so Mitte 40 habe ich im... Mitte 50. Mitte 50. Ist auch noch nicht alt, ne? Aber das muss irgendwie, da ist irgendeine Sicherung durchgeknallt, ja. Stonner, du bist in Chemnitz selber. Gab es irgendwie in den lokalen Nachrichten eine Meldung, die da Neueres schon berichten kann? Nee, ich kann leider auch keine weiteren Informationen bieten. Auch ich kenne auch niemanden persönlich, der im Klinikum arbeitet. Ja, es ist eine Tragödie. Das hat hier in Chemnitz schon so Wellen geschlagen. Das ist schon irgendwo ein Schock. Ich meine, der Mann hat eine Frau und einen Teenager hinterlassen. Und ja, wie du gesagt hast, wir können nur spekulieren. Und vielleicht ist das Spekulieren auch, das ist auch immer ein bisschen blöd auch, ja. Aber es wirft halt so oder so kein gutes Licht irgendwie auf das Klinikum in Chemnitz. Und gerade beim Klinikum und gerade in unserer Zeit, weißt du, da ist in vielen Dingen eh schon das Vertrauen angeknackst über Themen, die wir so oft sprechen. Ja. Und es mag vielleicht mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, so mit dem Krankenhaus, aber es ist ja schon krass. Ich meine, es ist, wie du gesagt hast, und so, das entnehmen wir den Zeitungen, weil der Bürgermeister von Chemnitz, Sven Schulze, der ist ja selbst vorangeprescht und hat gesagt, boah, er ist fassungslos, ja, weil er hat mit ihm noch am Abend vorher lang und intensiv haben sie sich über die Corona-Problematik ausgetauscht, in der Stadt dann logischerweise. Das sagt der Bürgermeister, also am Sonntagabend haben die sich ausgetauscht. Und dann Montagmorgen um 7:30, wo auch schon eigentlich ja Geschäftsbetrieb anfängt in so einem Krankenhaus, wo Leute zur Arbeit kommen, Schichtwechsel und so weiter, und der halt auch schon in seinem Büro ist, Montagmorgen um 7:30 steigt er dann aufs Dach von dem Gebäude. Das ist so ein relativ Neubau, so neu wird es auch nicht mehr sein, aber halt dann 10, 15 Stockwerke oder sowas, irgendwo dazwischen, steigt da hoch auf das Dach und stürzt sich zu Tode. Ich meine, das ist der Haupteingang von dem Klinikum. Das ist zu einer Uhrzeit 7.30 Uhr, wo ein Haufen Mitarbeiter sind, sodass man sich fragt, so, ey, was kann den Menschen dort so getrieben haben in so eine ausweglose Situation, dass er also auch noch vor Ort eben seinem Leben ein Ende setzt. Auch da Unfall oder Mord wurde ausgeschlossen. Ich weiß auch nicht genau warum, ob sie da irgendwie, ob man einen Abschiedsbrief hat, wie auch immer. Aber ich meine, da waren bestimmt ein Haufen Leute, die es mitbekommen haben, was da passiert ist. So. Und das ist halt schon richtig heftig. Ja. Ich weiß gar nicht, was man da noch sagen soll. Mich erinnert das irgendwie ein bisschen daran, in den 30ern war das doch so, oder in den 20ern, wo die Börsen so gecrashed sind in New York, dass sich Bankster und Broker so aus Verzweiflung von ihrem Arbeitsplatz irgendwie in den Tod gestürzt haben. Aber die Geschichte wie hier in Chemnitz, dass der das direkt hier vor aller Leute sozusagen macht, das klingt halt auch wie eine relativ spontane Aktion, nicht wie etwas, was halt, weißt du, Depressionen, das kann jeden erwischen und dann hat das vielleicht auch eine lange Vorgeschichte oder so und private Probleme, weiß man alles nicht, kann alles sein so. Aber das klingt halt so wie eine sehr spontane Handlung, ja. Und man fragt sich halt, was kann es sein, dass diesen Mann in so eine ausweglose Situation bringt. Ja. Und noch dazu, er ist ja erst seit ein paar Wochen in der Position gewesen, also mögliche große Fehler kann er da eigentlich gar nicht gemacht haben oder irgendwie Schuld auf sich geladen haben. Und überfordert kann er eigentlich auch nicht sein, weil, wie du gesagt hast, Frank, der hat den Job auch schon in einer anderen Stadt gemacht, jahrelang. Also ist ein erfahrener Mann in dem Beruf auch. Also es hinterlässt einfach brutal viele Fragen und leider eben auch wirft es halt einen Schatten auf das Chemnitzer Klinikum. Ja, genau, das hatte ich im Vorgespräch, hatte ich das erwähnt, dass der, glaube ich, 9 oder 11 Jahre im Klinikum Heilbronn vorher in leitender Funktion tätig war. Also ein erfahrener Mann, ja. Was hat den wohl dazu bewogen? Ja, darüber spekulieren brauchen wir jetzt nicht, das bringt nichts. Aber interessant ist eben tatsächlich zum einen das Telefonat, was wenige Stunden mit dem Oberbürgermeister stattgefunden hat, und dann natürlich im Hintergrund dieser Corona-Krise. Ja, ne? Also gut möglich, dass es irgendwie was damit zu tun hat. Aber wie gesagt, spekulieren bringt da wenig.
Und an der Stelle ist dazu im Moment zumindest auch schon alles gesagt. Ne? Aber es ist halt so, klar, es wird auch hier in Chemnitz natürlich viel diskutiert und auch viele Leute sagen, hey, jetzt spekuliert den Spind nicht rum. Und das finde ich auch richtig, ja. Gerade weil es ist eine Tragödie in erster Linie, weißt du, für die Familie auch. Ja? Aber Fakt ist halt nun mal, das ist halt hier im Klinikum oder am Klinikum passiert. Das ist ein Tatort sozusagen. Ja? Es ist schon diese Verbindung da von seiner Tat zum Klinikum. Es sieht halt nicht privat aus, sondern weißt du, wenn es privat wäre, dann warum bringt er das dann dort hin zum Klinikum? Wie gesagt, in der Öffentlichkeit auch. Also es hat schon, es ist schon krass. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wirklich bei dem Gespräch mit dem Oberbürgermeister da so dramatische Dinge kommen, die ihn dann in so eine Lebenslage bringen, weil allein schon der Bürgermeister selbst der am nächsten Tag gleich damit nach vorne springt und sagt, boah, er ist ganz geschockt von dem, und weil er hat gestern mit dem noch gesprochen. Ich meine, wenn es so brisant wäre, dann würde der Bürgermeister auch vielleicht das Detail erstmal nicht gleich als allererstes erwähnen, so, weil es ja klar ist, dass dann Leute diese Fragen sich stellen, hey, was wurde denn da besprochen? Ja, das ist eine Tragödie. Ja. Man kann in Leute nicht reinschauen. Nee. Auch ein Weggefährte von uns, mit dem wir viel zusammengearbeitet haben, der hat vor einigen Jahren diesen Weg gewählt, auf andere Art und Weise. Und das hat uns auch alle total geschockt. Und der war in einer Situation angekommen, wo er einfach keine Hoffnung mehr gesehen hat. Seine Projekte haben sich alle zerschlagen. Das war 2000, ich glaube, 18 oder 19 war das. Und tja, das kann man nicht... Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und ich bin gespannt, ob da jetzt in den nächsten Tagen noch weitere Informationen kommen. Meine Vermutung ist eher nicht, weil wenn es da wirklich etwas gäbe, was ja negativ auf das Klinikum oder mit den Corona-Zahlen zu tun hätte, wird das wahrscheinlich nicht so schnell ans Tageslicht kommen. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung oder Meinung dazu. Wenn der sich jetzt wegen einem Abrechnungsskandal das Leben genommen hätte, wäre das was anderes. Aber wenn es wirklich wegen dieser Corona-Geschichten oder irgendwelchen Sachen im Hintergrund passiert wäre, glaube ich nicht, dass wir in den Massenmedien so schnell darüber sprechen, lesen können. Aber naja, okay, wir haben dazu... Wohl kaum. Das Ding ist halt, was wir uns halt schon fragen, und das können wir so langsam vielleicht auch überleiten zu dem nächsten Thema, ist, ich meine, wie sind die Zustände in den Kliniken? Und unter welchem Druck steht so ein Mann als Manager, der da irgendwie die Dinge zusammenhalten muss? Das sind zum einen die Patienten, und wer weiß, was da schon an Druck kommt, dass eben Leute unzufrieden sind oder sowas. Und dann auf der anderen Seite hast du das Personal, du hast einen enormen wirtschaftlichen Druck, du bist ein Geschäftsführer. Ich weiß nicht, früher gab es gar keine Geschäftsführer in Krankenhäusern, da gab es halt eine Verwaltung oder sowas. Aber heutzutage ist es ein kommerzieller Betrieb, du musst Zahlen schreiben, schwarze. Du stehst von ganz vielen Seiten unter Druck. Dazu noch eben jetzt diese ganze Corona-Situation und dazu noch jetzt eben steigende Inzidenzen überall und Ärzte von Kliniken warnen schon wieder, ja, hey, die Intensivstationen werden schon wieder so viel überlastet. Gleichzeitig bekommen wir wieder mal mit, dass es weniger Intensivbetten gibt als letztes Jahr. What? Ich meine, wie kann das nur sein? Wenn Milliarden ausgegeben werden für diese ganzen Impfstress, wenn Milliarden, und wir reden dann von zwei-, dreistelligen Bereich von Milliarden, verloren gehen durch Wirtschaftseinbrüche aufgrund von Lockdown-Maßnahmen und was auch immer. Aber es werden aus ökonomischen Gründen Betten abgebaut? Ich meine, weißt du, das ist, wo man sich einfach nur wieder im Kopf langt und sagt, also, wie verrückt kann man denn sein? So. Ja, das ist, glaube ich, auch dem Personalmangel geschuldet. Ja, ja, und genau, und du hast völlig recht. Und das ist eben auch all diese Probleme. Und wir wissen nicht, was in Chemnitz passiert ist. Aber weil wir wissen, dass es diese Probleme in Kliniken gibt, Personalmangel, der sich vielleicht jetzt sogar noch verschärft, möglicherweise mit den Impfregeln, hast du vielleicht auf einmal noch weniger Leute, die dort arbeiten. Gleichzeitig musst du aber den Betrieb ja irgendwie garantieren. Das sind genau die Fragen, die sich halt stellen. Ja. Und wie kann das sein, Personalmangel? Selbst wenn man jetzt diese G-Dinge durchdrückt, aber warum bildet man nicht mehr Leute aus? Warum zieht man nicht mehr Leute ran? Warum sind wir nach über eineinhalb Jahren immer noch nicht in wirklich in einem faktischen hier Notfallmodus gelandet, was unser medizinisches System angeht? Sprich, man steckt Geld rein, man steckt Personal rein, man rüstet auf, Krankenhäuser, Altenheime, Rettungsdienste, alles möglich. Es passiert nicht. Aber dagegen ist die Obsession der Gesellschaft das Impfen. Also da muss man drauf gucken, und dann sind immer noch Leute nicht geimpft. Warum steckt man nicht ein bisschen mehr Ressourcen rein, wo es gebraucht wird? Das ist für mich unbegreiflich. Hat nicht jetzt erst
Irgendwo, ich weiß gar nicht, glaube ich, sogar Berlin, großes Klinikum, jetzt die Booster-Impfungen für die Mitarbeiter gestoppt, weil sie befürchtet haben, dass die sich dann alle krank melden. Und jetzt im zu erwartenden Ansturm der ITS-Station haben sie einfach mal gesagt, nee, das ist uns jetzt zu heikel mit dem Impfen. Wir brauchen die Mitarbeiter. Ja. Eine Meldung aus Schilder, das war doch eine Meldung aus Schilder. Ja, ne, da ist halt, wenn du die alle auf einmal impfst, dann hast du halt in den kommenden 5 Tagen irgendwie 50% Krankmeldungen. Und das, ja, das, da bricht es halt auch schnell zusammen. Ja, logisch. Aber weil du gefragt hast, Bettenauslastung etc. pp., wie sehen denn die Zahlen aus? Ich habe mir mal den RKI-Wochenbericht angeguckt. Kannst du dir ja jede Woche vom RKI runterladen, wie es denn so aussieht. Die haben da ja immer viele Zahlen. Und interessant fand ich diesmal vor allen Dingen den Bericht zu den Impfdurchbrüchen. So, und da sieht man eben jetzt, wenn man mal zum Beispiel in der Altersklasse ab 60 Jahren guckt, in den letzten 3 Wochen, Kalenderwoche 39 bis 42, und in der letzten Spalte wird dargestellt, der Anteil der wahrscheinlichen Impfdurchbrüche an verstorbenen Covid-19-Fällen. Also sprich, das sind die geimpften Corona-Fälle, die mit tödlichem Ausgang. Mhm. Und da hat man in der Altersgruppe über 60 45%. Das finde ich ziemlich viel. Jetzt muss man natürlich auch dazu erwähnen, dass natürlich in dieser Altersgruppe eine recht hohe Impfquote von wahrscheinlich über 80% existiert. Die muss man da natürlich mit berücksichtigen. Aber trotzdem ist die Aussage, die wir am Beginn des Impfens, ja, von den Machern von Pfizer, von unseren Politikern und von den Medien gehört haben, ja, 100% Wirksamkeit, ja, mit der zweiten Impfung bist du immun und so weiter und so fort. Was halt jetzt immer mehr bröckelt, und diese Zahlen aus den aktuellen Wochenberichten zeigen das auch, und zwar so deutlich, dass es selbst die Mainstream-Medien nicht mehr ignorieren können und eben mittlerweile auch darüber berichten, dass eben der Wirkschutz nahezu gen Null geht, wenn 6 Monate vergangen sind. Da gibt es eine aktuelle Studie, die das zum Beispiel für den Pfizer-Impfstoff belegt. Ja, und deswegen ist es zu erklären, dass man jetzt eben voll und ganz mit dieser Booster-Auffrischungsimpfung die Leute traktiert. Und anders kann ich es nicht mehr nennen. Mhm. Ja, weil sich mittlerweile wirklich jegliche Kritik daran verbittet. Ja, aber wirklich, das gibt es einfach nicht mehr. Ja, das wird massivst bekämpft. Aktuelles Beispiel, Richard David Precht. Ja, kommen wir gleich mal auf den zu sprechen. Auch gleich, wenn es jetzt von dem Thema ablenkt, aber es passt einfach sehr gut dazu. Warte, Frank, das zeige ich gleich. Ich habe ein gutes Video, was dazu passt. Und zwar sind es die Aussagen von Ugo Sahin vom Beginn der Impfkampagne bis zu heute in 30 Sekunden die Schlagzeilen, wie sich 100% Effektivität zu jetzt entwickelt haben. Faszinierende Collage. Ja. Und das dokumentiert genauso diese Obsession, von der ich dauernd spreche. Weißt du? Ich meine, der Sahin, der ist überzeugt davon, wow, wir haben die Lösung so. Und man muss einfach, der Reality-Check kommt immer mehr. Impfen ist nicht das richtige Werkzeug, um Corona aufzuhalten. So. Aber das zeigt genau diese Obsession, die haben, und die Politik vertraut halt Leuten wie denen und die Gesellschaft vertraut halt auch Leuten wie denen. Er hat ein Bundesverdienstkreuz bekommen und so weiter und wird nicht mehr lange dauern, dann werden Leute hier von der Pharmaindustrie dann den nächsten Nobelpreis abbekommen und so weiter. Das ist, die Wahrheit ist aber der Realitätscheck, und das sehen wir Woche für Woche deutlicher. Mit Impfen wird das Corona nicht aufhalten, aber das ist dieser blinde Glauben an die Wissenschaft, oh, wir haben ja diese super neue Technologie. Und damit können wir dann so die nächste Hybris steigern, die sich schon rein. Als nächstes werden wir Krebs angehen. So. Ja, das ist diese Hybris.
Am Wochenende. Wunderbar, wie sich hier zusammengeschnitten hat. Am Wochenende kam auf Arte eine Doku. Ich habe den Titel jetzt nicht parat, aber es ging um die mRNA-Impfstoffe und ganz prominent wurde Ugo Sahin gezeigt, auch mit seiner Frau, mit seiner Kollegin. Da wurde in den geilsten Bildern und in der besten Doku, die ich seit langem gesehen habe, wurde da ein Loblied auf diese Technik gesungen. Und wenn ich nicht permanent mit euch hier gewappnet wäre gegen so viel Propaganda, würde ich sagen, wo kriege ich meinen Schuss her? Weißt du, so wirklich, das wurde so extrem gut aufbereitet und ich schaue es natürlich auch von der Filmemacherseite an. Welche Musik wurde im Hintergrund gezeigt? Wie wurden die Bilder überblendet? Wie hat man das in Szene gesetzt? Welche Beleuchtung? Der kam da mit einem coolen T-Shirt drüber, mit einem coolen Anhänger. Weißt du, es war so ein Typ, wo man denkt, hey, der ist doch cool, der ist doch, wow, so einen brauchen wir. Und dann hat der Bundesverdienstkreuz gekriegt und überhaupt und wow, das ist die Zukunft, ja, so, wo ich mir auch gedacht habe, puh, das ist richtig, richtig gut gemacht, wie man das Gehirn verdrehen kann von Leuten. Also Filmeleute und Medienleute wie wir, ich meine, allein wenn schon wissenschaftlich, also ein wissenschaftlicher Inhalt so verpackt wird, da muss man schon misstrauisch werden. So. Ich meine, Wissenschaft sollte ja doch eine gewisse Sachlichkeit haben. Und das muss man, ich meine, weißt du, man kann schon gewisse Dinge in Szene setzen und so. Ja. Wir haben ja so auch hier Cheops-Projekt gesprochen, aber da ist ja echt eine Expedition. Aber wenn du jetzt einfach über einen Virologen sprichst oder diese Themen bringst, wie auch immer, ey, da muss man doch nicht dann so diese ganzen Effekte hier erhaschen. Ey, da kamen auch zig Werbefilme von BioNTech. Da kam dann unten Quelle BioNTech und die haben dann deren Werbefilme gezeigt. Und die Musik im Hintergrund war wirklich so dieses, bei der Filmmusik suchst, das ist das Uplifting, Euphoric, Energetic, Commercial, so in diese Richtung, wenn du da bei so Videoportalen suchst. Da findest du dann genau das, dieses Positive nach oben und Juhu und so weiter. Also wer es mal anschauen möchte auf Arte, irgendeine BioNTech-Doku, könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen, wie da unterschwellig Stimmung gemacht wird und vor allem natürlich auch zig Experten, die da irgendwo rumsitzen und sagen, ja, so Langzeitstudien, super, alles safe und super, geil, geil, geil. Wir sind die Gewinner. Ja, so. Nur wirkt halt nicht, das ist das Problem, weil letztens fassen wir es doch zusammen, so was wir ja schon die ganze Zeit sagen, so die Inzidenzien gehen alle hoch, Krankheiten, also mehr Leute sind betroffen und obwohl wir doch jetzt in einer ganz anderen Situation sind als vor einem Jahr, es steigen die jetzt mehr an als vor einem Jahr. Ich meine, mehr muss man doch nicht sagen eigentlich. Wenn du deinen eigenen Sinn ein bisschen traust, dann musst du doch sagen, okay, da hat das mit der Impfung irgendwie nicht viel geholfen, oder? Aber es ist ja jetzt bei Weitem nicht so schlimm wie vor einem Jahr, muss man auch dazu sagen. Wenn man das jetzt natürlich auf die Inzidenzien reduziert, ja, da sind wir ungefähr jetzt wieder auf dem Level, wo wir im Höhepunkt der ersten und zweiten Welle waren. Aber auch das war ja jetzt kein Weltuntergang. Ne? Aber jetzt wird ja regelrecht suggeriert, dass jetzt wird es ganz krass. Womit wird das begründet? Wird das mit den Übersterblichkeitszahlen im September begründet? Weil die hatten wenig mit Corona zu tun. Da ging es um neurologische Schäden und Herzmuskel und Thrombosen und solche Herz-Kreislauf-Geschichten. Ja. Die haben die ITS und nach wie vor übrigens, ist ja ein anhaltender Trend auch im Oktober gewesen, überfüllt. Daher kommt übrigens auch dieser Bettennotstand. Ich sehe nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form schlimmer wäre als vor einem Jahr, wo im Übrigen niemand geimpft war vor einem Jahr. Ja, aber Karl Lauterbach stellt sich hin, jetzt muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ja, welche Poesie. Und er sagt, ja, im März wird es keine Ungeimpften mehr geben. Ja, wie begründet er das? Er sagt, im März wird es nur noch Geimpfte, Genesene und leider Verstorbene geben. Ja, also das ist eigentlich, ja, das ist, aber das ist auch sprachlos. Das zeigt wieder, ja, aber es ist so deutlich, großartig, dass du das wieder gebracht hast. Ich meine, das ist eine wahnhafte Vorstellung. Und das ist schon so oft so gewesen, seit wir diese Corona-Geschichte haben. Und hey, an anderer Stelle haben wir es auch schon früher bei Zika-Virus und Schweinegrippe, bla bla bla, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Das ist der Wahn. Und immer diese brutal apokalyptischen Voraussagen, die dann nie eintreffen und nie irgendeine Selbstreflexion. Ah Mist, beim letzten Mal habe ich ganz schön falsch gelegt. Haut er wieder die Dinger raus. Der meint jetzt wirklich so, jetzt, das glaubt er wirklich so, die Ungeimpften, die sind jetzt hier lebensbedroht und die Starken werden dann eben genesen sein und der Rest wird von denen wird sterben. So. Das meint er so. Ich meine, wie grotesk ist das, ja? Wie verrückt.
Ich habe mir den Fight angeschaut, Wagenknecht Lauterbach bei Will. War das Will? Anne Will, glaube ja, ich. Anne Will. Genau. Und also ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut, wo die Beiträge von den beiden Protagonisten eben da waren. Die Wagenknecht wird seitdem auch zerrissen. Noch mehr zerrissen, ja, also so nach dem Motto, wie sie der AfD nur den Ball zu spielen kann, weil man hat den Schluss, Einspieler, den sie gebracht haben, war dann die Alice Weidel. Es ging um den Fall Kimmich auch noch und so. Also wirklich, das war wieder Framing vom Feinsten. Und der Lauterbach, der hat da schon fast in Schnappatmung ständig versucht, sie mit irgendwelchen, ja, mir kommt so vor, wie wenn er fast geschult wäre, auch auf diese Dinge, wie man Leute dann quasi verbal niederknüppeln kann. Nein, sie verwechseln da schon wieder etwas und so professoral von oben herab hat er sie dann angequatscht. So nach dem Motto, du dummes Schulmädchen, was weißt du denn? Ich, der Professor, musste das erstmal erklären. Und also einem ganz üblen Duktus und auch so, das ist eine Räuberpistole, die sie da erzählen. Das müssen wir jetzt erstmal. Der Mann lebt in seiner eigenen abgeschotteten Wahrnehmung, die hat leider mit der Realität nichts zu tun. Das Blöde ist nur, die ganzen Kultanhänger hängen dem an den Lippen und das ist deren Messias, so kommt es mir vor. Ich übertreibe gerade bewusst, aber warum sitzt der eigentlich in jeder Talkshow? Anders das gefragt. Das ist die Gretchenfrage. Anders gesagt, und ganz kurz. Herr Klicks bringt. Wir hätten sofort eine Impfquote von 100%, wenn Lauterbach versprechen würde, dass er nie wieder in einer Talkshow auftritt. Das bezweifle ich sehr stark. So wichtig ist mir persönlich der Typ auch nicht. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich glaube, der sitzt in den Talkshows, also weil der auch einfach, ja, der bringt halt Aufmerksamkeit. Wir reden auch drüber, der polarisiert, weißt du, das ist letztens, was du als Fernsehmacher auch haben willst. Halt. Ja, irgendwie so interessant. Ich meine, weißt du, du kannst dich an dem abreiben, so von beiden Seiten und so weiter. Und genau wie du sagst, für viele Leute wird der total, die projizieren da irgendwie was ganz Großartiges rein und so. Ja klar, also als reiner Fernsehmacher, der Typ bringt halt hier Einschaltquote. Ich hoffe das nur, ist eine Action beim Lauterbach. Ich hoffe nur, dass der nicht Minister, mal raus. Dass der nicht Minister wird. Dass der nicht diese Hebel in die Hand kriegt. Weil jetzt kann er ja reden, aber das wird nicht unbedingt umgesetzt. Aber wenn muss erstmal eine Ampel kommen. Wir sind immer noch wirklich ja, weit weg. Ja, wir sind noch weit weg. Gibt's immer nichts Neues. Aber weil du gefragt hast, wie ist das überhaupt möglich, ja, dass dieser Fokus so voll und ganz darauf liegt. Es ist eine Massenpsychose. Ja, da haben wir vor kurzem erst, da gab es interessante Gedanken dazu. Ich kann sie jetzt nicht genau zuordnen, vielleicht weißt du das besser als ich, Frank. Aber jedenfalls sind diese Mechanismen, die jetzt spielen, halt schon psychologisch zu erklären. Und im Fazit ist es so, und das ist jetzt nicht nur bei Corona so, sondern das kann man grundsätzlich in Bevölkerungen messen, die halt diktatorische Probleme haben, sage ich jetzt mal so, ja. Dass du irgendwie so 35% der Bevölkerung, die kannst du irgendwie von jedem Narrativ überzeugen. Ja? Die stehen da stramm hinter der Regierung und marschieren mit. 40%, ja, sagen so, die wollen eigentlich, haben sie da ein schlechtes Bauchgefühl, aber es ist halt opportun, weißt du, es ist der bequemere Weg und ja, es wird schon passen und ja, lassen wir uns halt spritzen, begeistert bin ich nicht, aber ja, was soll's, so 40%. Und die restlichen 25%, die sind kategorisch dagegen, die sind Widerstand, die stellen Fragen, die sind kritisch. So, und jetzt tritt aber das Problem ein, dass diese Mehrheit halt diese Minderheit nach und nach marginalisiert. Und durch diese Marginalisierung ist das so ein selbstverstärkender Effekt, dass diese 25% in der öffentlichen Wahrnehmung auf ein Minimum schrumpfen, weil sich keiner mehr traut, was zu sagen. Ja? Und die wenigen, die dies tun, an denen werden dann Exempel statuiert. Und dadurch, dass du 35% Befürworter dieser Maßnahmen hast, also jeder Dritte findet es im Grunde gut, wenn dann hart durchgegriffen wird. Ja? Wie man ja zum Beispiel an dem Twitter-Applaus vieler prominenter Persönlichkeiten lesen konnte, als die Polizei so kräftig auf die Querdenker eingebocht haben. Ja, das fanden ja viele so richtig geil. Ja, richtig so hieß es da bei Twitter und so weiter. Und diese Massenpsychose, die kannst du nur aussitzen. Wenn du die bekämpfst, kannst du nur verlieren. Du kannst die nur aussitzen. Und es dauert halt leider ein paar Jahre. Ja. Aber das Gute ist, die Zeit spielt für uns und jedes dieser massenpsychotischen Regime, die sich psychologisch erklären lassen, hat nur wenige Jahre Bestand.
Ja. Das ist jetzt, das ist vielleicht ein bisschen fatalistisch zu sagen, das kannst du gar nicht bekämpfen, aber das ist so nicht nur mein Fazit, sondern so grundsätzlich meine innere Einstellung. Du kannst das halt zur Kenntnis nehmen, dich damit irgendwie arrangieren und so einen gesunden Egoismus entwickeln, um damit irgendwie klarzukommen. Aber es ist vielleicht auch meine persönliche Perspektive als Filmemacher, als Dokumentarfilmer. Ich dokumentiere, aber ich will mich selber gar nicht am Geschehen beteiligen. Ja, ich halte die Kamera drauf und versuche neutral zu bleiben. Und bei dieser Corona-Krise habe ich für mich persönlich auch beschlossen, dass das der beste Weg ist. Mehr kannst du eh nicht machen. Aufzeigen. Immer wieder aufzeigen, wie widersprüchlich das ist, dass es nicht in Vergessenheit gerät, aber dagegen kämpfen. Wie? Vor allen Dingen wie? Ja, was willst du denn machen? Aber weißt du, Frank, es ist keine fatalistische Botschaft, weil du beziehst dich ja gerade auf ein Video von Ralf Wilms. Das ist ein Psychologe, transpersonelle Psychologie. Und das Video heißt, Achtung, Massenpsychose, totalitäre Systeme und was wir als Inner Directed dagegen tun können. Ist das also schon im Titel steht schon eine Art Lösungsansatz drin. Es ist eben kein Fatalismus. Ist das der Belgier? Aber bitte? Ist das der Belgier? Ja, genau. Nee, das ist, glaube ich, ein Schweizer. Nee, der in dem Video zu sehen ist ein Schweizer. Er bezieht sich aber auf den Belgier. Okay. Glaube ich. Mhm. Wir verlinken das Video. Genau, aber um was es dort da geht, ist, du kannst es nicht bekämpfen. Im Sinne von, das sagt er, glaube ich, auch so, du kannst es nicht bekämpfen jetzt in der äußeren Welt mit Demonstrationen, sondern tatsächlich wird das Ding immer noch weiter aufgeschaukelt. Aber du kannst natürlich schon was dagegen tun. Und den Lösungsweg, den er aufzeigt, das ist im Grunde genau das Gleiche, was ich auch schon die ganze Zeit und so lange sage. Er benutzt dann so einen psychologischen Begriff, er nennt es Inner Directed. Ich spreche halt dann, du sagst halt in meinen Worten, weißt du, Selbsterkenntnis und deinen eigenen Spirit. Und das ist, was ich sage. Er sagt Inner Direct, aber das ist das Gleiche so. Das ist, um was es geht. Es geht darum, so deine innere Wahrnehmung zu stärken, deinen eigenen Sinn zu trauen, dein Selbst zu erkennen und dadurch auch ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Und er zeigt das klar auf Menschen, die das haben. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Genauso wie auch in die Massenpsychose rutschen, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist, was wir auch die ganze Zeit sehen. Die Leute sind nicht alle dumm. Das sind intelligente Leute, können auch komplett von ihrem Weltbild eingeengt sein. Und es können auch sehr einfache Menschen ohne irgendwelche große Bildung eine starke innere Beziehung haben. Weißt du, ihren Kodex im Herzen, so wie es ein Immanuel Kant genannt hat, um noch einen weiteren zu bringen. Das ist kein Hippie-Shit oder sowas. Ja. Das geht es halt zu stärken. So. Und das ist, was tatsächlich ja Menschen erreichen können. Also das ist ein Prozess. Weißt du? Und das ist, was wir machen können. Was ich zum Beispiel dann auch eben ganz viel mache oder ganz viel von meiner Energie reinlege, halt, ey, Leuten das aufzeigen, genau das, ey, mach deine innere Connection. Diejenigen, die da schon was haben, dann weitergehen. Das ist ein Prozess für dich wie für mich, weißt du, das hört auch nie auf. Und das ist der Weg. Das ist der Weg aus der Massenpsychose. Das heißt, du kannst die nicht bekämpfen, aber man könne, es ist eher eine Psychose, auch eine Krankheit. Dann geht es eher irgendwie mit Heilung. Ja? Und tatsächlich eine Massenpsychose ist ein geistiger Zustand und den kannst du natürlich auf geistiger Ebene, kannst du dort halt versuchen, irgendwie ein Gleichgewicht dann zu setzen. Ich möchte auf diesen Gedanken noch kurz eingehen. Ich glaube, ihr habt auch einen ähnlichen Vortrag gesehen oder der sich auf den bezieht. Ich habe vor kurzem auf einem englischen Podcast, der nennt sich The Corona Podcast oder The Pandemic Podcast, ein junger Engländer, habe ich ein Interview gesehen mit dem Professor Matthias Desmet von der Universität in Gent in Belgien. Ich habe mir das auf einer Autofahrt mal angehört und der hat da ganz kurz erzählt, ich kann jetzt nicht die ganze Stunde wiedergeben, aber er hat ein paar ganz wichtige Dinge erzählt, warum so viele gerade Intellektuelle auf dieses Narrativ reinfallen. Und der hat da mehrere Punkte aufgezählt. Das eine ist wenig soziale Bindung, dann ein sinnentleertes Leben, dass also viele, es gibt Studien, die sagen mittlerweile 50% der Menschen haben einen Job, der sie null mit Sinn erfüllt. Sie haben also gar keinen Sinn, den sie richtig sehen. Und dann gab es noch zwei andere Punkte, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber es geht darum, dass die Menschen aus einer inneren Leere heraus auf dieses Narrativ
gerade jetzt bei Corona voll abgehen, weil plötzlich diese inneren, nicht erledigten Ängste, diese Psychosen, die sie mit sich rumtragen, diese nicht aufgeklärten Prozesse, dass die jetzt plötzlich nach außen projiziert werden. Und jetzt hat man einen gemeinsamen Feind, auf den man sich stürzen kann. Und damit wird natürlich das innere Selbst aufgewertet im Kampf, im Kollektiv. Und jeder, der quasi diese Widersprüchlichkeiten, die wir haben, wieder die wie Intensivbettenskandal oder die fehlende Übersterblichkeit bei uns als auch in Schweden, das wird alles negiert, weil es in dem Moment wieder darauf zeigt, dass die eigenen Probleme gar nicht gelöst sind, sondern dass man die versucht, extern zu lösen. Das ist jetzt wirklich ganz laienhaft kurz zusammengefasst. Dieser Vortrag, der ist leider auf Englisch, aber es gibt einen deutschen Text dazu. Ich schicke dir den Link, Frank, den kannst du dann auch mit rein. Es ist das, worauf du dich beziehst. Es gibt unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem, jetzt ist auch ein Professor, glaube ich, der darüber spricht, aber also, der bezieht sich eben genau auf das, was du gerade beschrieben hast. Dass es eben irgendwie für ein Drittel der Bevölkerung dann eben so ist, dass dieses Heroische, jetzt haben wir endlich eine Bedeutung, wir bekämpfen jetzt irgendwie dieses Coronavirus, tatsächlich vielen Menschen einen Sinn im Leben gibt. Und wenn das dann bröckelt, ja, wenn dieser Sinn, dann sollte der dann irgendwann nicht mehr vorhanden sein. Dagegen bauen sich psychologische Abwehrmechanismen ein. Deswegen wird das Narrativ aufgehalten und deswegen wird jeder bekämpft, der davon abweicht. Ja. Mhm. Und jetzt passt der Precht. Perfekt, ja. Jetzt hat es den Precht erwischt. Stell dir vor. Ja, ja. Und gerade Richard David Precht, der wirklich seit Beginn der Pandemie in den Talkshows rauf und runter erzählt hat, ja, dass die ganzen Querdenker und Corona-Leugner und gefährlich und man muss sich impfen lassen. Und der hat seit 18 Monate lang das offizielle Narrativ wirklich hochgehalten und rhetorisch in allen Talkshows vertreten. Ja. Aber jetzt hat es sich mal irgendwie gewagt, wo es ums Thema Kinderimpfen geht, zu sagen, dass er seine Kinder nicht impfen lässt, weil er dafür keine Notwendigkeit sieht, keine medizinische. Ja. Und das hat alles geändert für ihn. Ja, auf einmal war er wirklich vom Olymp. Ja, jetzt blend's mal ein. Was ist er jetzt? Lest mal vor. Also Impfthesen von Richard David Precht und ein gewisser Marco Evers hier oben in einem sehr unglücklichen Foto zu sehen. Eine Abrechnung von Marco Evers. Wer ist Dr. Wilkoff? Wenn ja, wie viele? Wirklich, also in Anspielung auf das Buch von Richard David Precht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Der Talkshow-Dauergast und Bestseller-Autor Precht ist intellektuell abgestürzt und schwadroniert nun beim Corona-Thema auf Querdenkerniveau, weil viele Menschen ihn für klug halten, ist das eine Gefahr. Also alleine in diesen paar Textzeilen ist schon so extrem vieles drin, das müsste man eigentlich psychologisch aufarbeiten, wie man in vier Zeilen so viel Hass und Häme und Hetze reinpacken kann. Also das ist wirklich, das schlägt alles, was ich bisher gelesen habe. Ja, finde ich auch so richtig krass. Das ist echt perfide. Also dermaßen perfide formuliert und auch so eine unglaubliche Anmaßung. Weißt du? Ich meine, wir reden letzten Endes. Was hat er gesagt? Du hast es gesagt, dass er seine Kinder nicht impfen lässt, weil er dafür keine medizinische Notwendigkeit sieht. Also, ey, vor 2-3 Jahren, da hätte ich mir gedacht, das ist eine banale Aussage. So. Du kannst anderer Meinung sein, du kannst für diese Meinung sein, aber dass man jemanden, der sowas sagt, jetzt so unfassbar krass stigmatisiert und so als völlig irre und gefährlich sogar noch darstellt. Ey, wenn du jemanden als gefährlich darstellt, dann ist ja die logische Folge, ja, da muss man die Menschen vor dem schützen, so. Ich meine, da ist es nur noch ein Schritt weiter zur Kriminalisierung, so. Ey, also allein diese Überreaktion, also das muss einem doch auffallen, so. Das steht doch in überhaupt gar keinem Verhältnis, was der gesagt hat zu dem, was die da schreiben. Mhm. So. Und eins noch, weil uns wurde auch schon vorgeworfen bei irgendwelchen Sperrungen oder sowas. War nicht mal irgendwann der Vorwurf auch Cybermobbing? Ich meine, come on, weißt du, wen mobben wir denn im Vergleich zu denen so? Das ist doch viel krasser. Ich hatte halt, in dem Film waren ältere Drosten-Aussagen drin, wo er halt erzählt, dass die Masken nichts bringen und so weiter und so fort. Das hat YouTube gelöscht und hat uns dabei Cybermobbing vorgeworfen. Ja, absurd. Aber weil du gerade gesagt hast, dass Meinung bald kriminalisiert wird, tatsächlich gibt es hier und da schon Überlegungen,
sowas ernsthaft zu tun, ja. Also sprich, dann gibt es saftige Strafen für das Verbreiten von Falschinformationen. Ja? Da wirst du dann nicht nur gelöscht, sondern dann gibt es ein fettes Bußgeld. Ja? Beim ersten Mal. Und bei Wiederholung dann wahrscheinlich mal 3 Wochen Knast oder so. Also leider hat der Spiegel diesen Artikel hinter einer Paywall, hinter einer Bezahlschranke versteckt. Aber es gibt noch einen, wie nennt man das, Bildschirmschuss, Twitter-Screenshot, wie auch immer. Ich zeige es mal kurz, was da steht. Also oben der Text, den wir vorhin schon vorgelesen haben. Und dann steht hier, viele Menschen halten Richard David Precht für richtig klug. Aber warum nur? Denn Deutschlands fescher TV-Star erzählt inzwischen gedanklich ungefilterten Unsinn, der nicht nur ärgerlich sein kann, sondern sogar gefährlich. Und hier wieder das hübsch sympathische Bild von diesem Marco Evers. Wie kann man vom Olymp, auf dem der Precht ja wirklich jetzt lange gesessen ist, dermaßen schnell in den Hades stürzen, dass man ihm also wirklich die Höllenhunde auf den Hals hetzt. Ich erinnere mich an einige Diskussionsrunden, wo Precht also wirklich auf die Querdenker draufgehauen hat, ohne Ende. Der hat also gesagt, das ist jetzt Bürgerpflicht und wer das jetzt nicht kapiert hat und jetzt muss der Staat eingreifen. Und also der war bei den ganz krassen Befürwortern dabei. Und jetzt einmal sagt er, Leute, bei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind vom Blitz getroffen wird, ist größer, wie dass es Corona kriegt, mehr oder weniger, lebensgefährlich erkrankt. Also, wo versteht ihr noch die Verhältnismäßigkeit? Und schon wird er von diesem... Abgeschossen. Und das ist jetzt eben diese Rituale, die in dem Kult vorkommen. Und das, der Professor aus Belgien hat es auch sehr, sehr gut erklärt, dass dieser Kult nach außen komplett hermetisch abgeschirmt wird, weil er in dem Moment, wenn die Lüge offensichtlich wird, wenn das Kartenhaus zusammenstürzt, dann fällt eben auch das gesamte geistige Konstrukt von diesen Leuten, von diesen Beißhunden, von diesen Kettenhunden der Wahrheit, fällt dann zusammen. Und deswegen ist der innerlich so bestürzt. Ich habe neulich in der letzten Sendung, ich glaube an unserer Halloween-Sendung, gab es im YouTube ein Wortgefecht von Zuschauern, wo einer wirklich massiv geschimpft hat, so nach dem Motto, ihr seid doch alle bescheuert, 4 Millionen Tote, habt ihr es immer noch nicht kapiert und ihr wollt nichts kapieren. Und ich habe richtig den Hass gespürt, den er auf alle unsere Zuschauer versucht hat loszuwerten. Und ich habe da das Gefühl, dass genau diese psychologischen Mechanismen wirken, wovon diese Psychiater und Psychologen eigentlich sprechen. Ja, das ist Verteidigung des inneren Selbst aus mannigfaltigen Gründen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufzählen und so. Also es ist wirklich interessant, das psychologisch zu analysieren, und dadurch versuche ich das auch ein bisschen greifbarer zu machen für mich. Weil ich kann es oft nicht verstehen, warum so schlaue Leute oft so falsch abbiegen einfach. Habt ihr gehört, in der Schweiz will man die Impfquote erhöhen, indem man jetzt 50 Franken Gutscheine verteilt, ja, aber nicht etwa an denjenigen, der sich impfen lässt, sondern an denjenigen, der den Impfling zur Impfung überredet. Wie war's mit klar, Prämie? Das ist doch ein alter Trick hier von den Zeitschriftendrückern und so. Affiliate-Programm. Das hat sich bewährt. Gibt's jetzt eine Prämie? Wir haben schon überlegt, können wir doch mal so einen Banner schalten, ja? Über diesen Klick bitte hier ausfüllen und dann impfen gehen. Das können wir uns so finanzieren. Ja, es gibt auch noch eine Kasse. Spaß. Aber die Meldung ist schon einen Monat älter, die Schlagzeile. Also es ist jetzt keine ganz aktuelle Idee. Mich würde mal von unseren Schweizer Zuschauern interessieren, hat das Erfolg gehabt? Hat diese Strategie die Impfquote erhöht in der Schweiz? Ja, kann man ja mal hier in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Und ich habe im Übrigen davon gar nichts mitgekriegt. Ja, ich bin jetzt erst über die Nachricht gestolpert. 50 Franken Gutschein fürs Impfling überreden. Tja, und der Fun-Palast in Wien, das ist ein Etablissement mit Damen. Da kann man auch, wenn man hingeht, eine Impfung abholen, und der Erste hat dann auch 30 Minuten mit Dame umsonst bekommen. Und das Ganze wurde dann auch noch medial dargestellt. Das ist für den Herrn dann irgendwie nach hinten losgegangen, weil ihm erst später bewusst geworden ist, dass das Ganze viral geht. Und er hat dann versucht, dieses Bild irgendwie zu löschen hinterher. Also
Das geht schon rum, das Bild, das müssen wir jetzt gar nicht einblenden, das habe ich jetzt bei WhatsApp. Wir schützen die Persönlichkeit hier. Also ja, vielleicht nochmal zusammengefasst. Ja. Also wirklich krass, in Wien gab es eine Aktion, ja, hast du keine Bratwurst bekommen, sondern durftest mal 30 Minuten in den Puff, wenn du dich hast. Genau, lassen, aber nur der Erste. Es gab im Etablissement gab's Impfungen als Angebot und der Erste, der war halt dann gleichzeitig noch als Bonus. Ja, so. Und der hat sich dann schön für die ganze Aktion dann noch ablichten lassen, für die Zeitung. Mit Mami hat zusammen. Gedacht, ja. Dabei gedacht, dass, naja. So, Sie sind der 10.000. Gast in unserem Supermarkt. Du bist der Erste, der Puff hier eine Freilady kriegt für seinen Shot. Hm. Also es gibt einen WhatsApp-Verlauf, wie kann ich Foto löschen? Und dann schreibt jemand zurück, musst du dich an die Zeitung wenden? Und dann kommt, ich möchte Foto löschen, meine Familie nicht sehen deswegen. Also ja, echt dumm gelaufen. Das ist ja. dumm richtig, gelaufen. Richtig blöd gelaufen. Aber es muss schon wirklich sehr, sehr eng sein, damit man solche Maßnahmen geht. Ich würde gerne nochmal beim Precht bleiben, aber mir ist gerade eingefallen, vorhin habe ich es auch im Radio noch gehört, und nein, das war ein Feature bei Apolut, habe ich es gehört, seit 1. November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Österreich. Da sollten wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Lasst uns aber noch kurz beim Precht bleiben, weil ich diese mediale Schelte, die da jetzt kommt, so exemplarisch finde. Das hätte ich so nicht gedacht, weil der sitzt im ZDF, der hat eine anerkannte Talkshow, der sitzt in den Talkrunden selber drin. Also ja, Podcast mit Lanz, ne? Lanz, und genau in diesem Podcast mit Lanz kam eben dieser Frevel, dieser Affront, diese Ketzerei, die er begonnen hat, und dann wird einer losgelassen vom Spiegel und darf dann losbellen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie in den nächsten Tagen sich da eben medial auch das Ganze entwickelt. Also gibt es dann Leute, die ihm beispringen werden? Werden die eher zurückstecken? Dürfen die anderen Kettenhunde auch los und zubeißen? Was glaubt ihr? Wird das einfach verlaufen, das Thema? Oder wird Precht jetzt sagen, Moment mal? Also es wird von der breiten Mehrheit, gerade die das Narrativ stützen, noch mehr befeuert werden, dieses Marginalisieren. Wie war es denn zum Beispiel bei der Wagenknecht? Da hat sich jetzt ich lese hier beim Reitschuster auf dem Blog, die Paula Piokotta geäußert, dass man sich jetzt von der Wagenknecht distanzieren müsse. Und wer das nicht tue, der mache sich mitschuldig am Tod von Menschen. Ja? Also so wird da jetzt argumentiert. Und das sind Parteifreunde. Ja? Das ist nicht etwa der politische Gegner, der das über die auskübelt. Und so weit ist es. Also die Grenze ist klar definiert. Ja, da spielt auch die Parteizugehörigkeit keine Rolle mehr. Oder ob der Precht jetzt ein großer Macker war, wer ausschert, ja, oder ein Bayer, großer Bayern-Spieler, das spielt alles keine Rolle. Ja. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und sowas sagst, dann hast du eine Vorbildfunktion. Und wenn du die nicht richtig einsetzt, sondern jetzt das Falsche sagst, dann bist du im Moment freiwillig. Da hast du ja jeden dritten Tag ein neues Beispiel. Ja, Precht, Wagenknecht, Kimmich. Das waren jetzt alleine nur die in den letzten 10 Tagen oder so. Ja. Und das sind ja schon Persönlichkeiten, deren Wort Gewicht hat, deren Wort gehört wird. Ja. Und die auch nicht jeder so abwischt. Ich meine, ich halte viel von der Wagenknecht. Ja. Seit ich hier die Arbeit mache, ist die Wagenknecht seit 15 Jahren eine der ganz wenigen Bundestagsabgeordneten, ja, die das meiste Sinnvolle von sich gibt. Ja. Und auch vor allen Dingen eigenverantwortlich denkt und spricht und nicht immer im Fraktionszwang irgendwie daher labert. Und das finde ich gut, das finde ich authentisch. Und es sind genau die Menschen, die jetzt gerade alle keine guten Karten haben. Aber deine Frage war ja, wer springt denen bei? Es werden ja mehr, weißt du, solange das nur ein Kimmich ist, hat er verloren, ja. Aber wenn das eine Kimmich, ein Precht und eine Wagenknecht ist, das sind ja Kaliber, weißt du? Da, von daher denke ich, ja, das ist ein medialer Krieg, der da jetzt ausbrechen wird. Ja. Also vielleicht nicht unbedingt ein medialer Krieg, sondern diese Diffamierung, die wird noch zunehmen. Aber das kriegen ja jetzt immer mehr Menschen mit, ja. Wie der Precht zum Beispiel, ja. Der hätte vor einem halben Jahr bestimmt auch nicht gedacht, dass er mal sowas im Spiegel über sich liest. Was er sagt dann bald?
Wir können noch einen Schritt weitergehen vom Precht, der ja Fernsehphilosoph ist. Und ganz ehrlich, ich habe den noch nie reden und ich weiß gar nicht, wie der ist und wie der argumentiert. Ich kenne ihn so oder als sein Gesicht auch, weil er halt immer eher im Gespräch ist, so wie auch jetzt so. Aber ich weiß es nicht, wie man den auf der Philosophenskala einordnen soll, ob der irgendwie eine Relevanz hat. Aber kommen wir mal zu dem, ja, möglicherweise einflussreichsten und wichtigsten deutschen Philosophen unserer Zeit. Und das ist Jürgen Habermas. Und Jürgen Habermas ist zweite Generation Frankfurter Schule, sehr, sehr einflussreicher. Und ich meine, da könnte man so viel erzählen. So. Aber richtig, und ich, wenn ich sage, der ist sehr bekannt, dann sage ich nicht, dass ich ein Anhänger von Habermas bin. Das ist keineswegs so. Weil der ist jetzt schon ziemlich alt und der hat jetzt auch sich kürzlich wieder zu Corona geäußert. Und das, was der von sich gibt, das ist wirklich, also das jagt mir Schauer über den Rücken. So. Das ist wirklich unheimlich. Weil das zeigt halt letztens genau so, dass den Kern auch von diesem Irrsinn. So. Aus seiner Sicht, Jürgen Habermas, und ich kann leider den kompletten Artikel gar nicht lesen, weil der wie so oft in der Zeitung halt, in dem Fall in der Welt, hinter der Paywall ist. Aber es ist wohl so, dass er für eine Corona-Diktatur argumentiert. Er sagt, es geht nicht mehr darum, irgendwelche Freiheiten abzuwägen, sondern er sagt, der Staat muss, erfordert von dem Staat eine Diktatur. Also das ist richtig krass. Und jetzt, wenn du weitergehst, wie begründet er das? Und jetzt hier so ein kleines Zitat, was ich aus noch vor der Paywall irgendwie sehen kann, ja. Aber was so viel aussagt. Zitat von Jürgen Habermas. Die Welt befindet sich in einem Zustand der Kriegsführung von Spezies gegen Spezies. Das ist, was er sagt. Und das finde ich so interessant, weil ich habe schon in den letzten Zeit so oft darauf hingewiesen, auf dieses, wiederhole mich da immer, ich hoffe, ich langweile da nicht, aber ey, das ist aus meiner Sicht halt, was gerade passiert, von dieser Hybris, von dieser wissenschaftlichen Hybris. Ich habe hier bei uns auch viele Einzelsendungen gemacht, tief zu dem Thema Darwinismus, dieses ganze Weltbild aus dem 18. und 17. Jahrhundert schon, der Kampf Spezies gegen Spezies, das ist, was er hier sieht am Werk. Er sieht, das ist im Grunde genommen wirklich dieses im Kern echtes Weltbild. Der Mensch ist bedroht von dem Virus. Wir müssen das Virus bekämpfen. Wo ich schon eben versuche, immer darauf hinzuweisen, das ist komplett das falsche Weltbild, weil die Viren und alle Spezies gehören zusammen auf dieser Welt. Das ist dieses alte darwinistische Bild, was ja schon Darwins Buch heißt, ja schon so, hier der Kampf der Spezies und Survival of the Fittest. Dieses ganze Weltbild, das alle so im Kampf gegeneinander sind und das letztens dann auch übertragen wird auf die Menschheit und auch die Menschen alle im Kampf gegeneinander sind. Und daraus abgeleitet brauchen wir natürlich dann großartig starke Staaten, die irgendwie den Wolf im Menschen zurückhalten. Das ist der Kern des falschen Weltbild. Und hier ist jetzt einer wirklich der wahrscheinlich einflussreichste deutsche Philosoph, der auch international Einfluss hat, der eingebettet ist in die Frankfurter Schule, in eine Denktradition, die riesen Einfluss haben auf das Denken an unseren Universitäten, auch auf Bildung und so weiter. Und jetzt in der Krise, und das ist die gute Nachricht daran, was ich auch schon die ganze Zeit sage, jetzt kommen diese Dinge zum Vorschein. Guck mal an, was der für ein Weltbild hat. Die zentrale Aussage ist, er glaubt, die Welt befindet sich im Zustand einer Kriegsführung von Spezies gegen Spezies. Und deshalb können wir jetzt nicht mehr auf irgendwelche Freiheiten oder so setzen, sondern wir müssen, ja, und ich, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Vergleich, für den man dann gekreuzigt würde. Aber es ist fast wie so in einer totalen Kriegsdenke, musst du die Freiheit opfern. So. Da hat das keine Rolle mehr, weil jetzt muss alles gebündelt werden, weil man im Krieg ist gegen eine andere Spezies. Und das ist für mich dermaßen faustisch und dermaßen falsch und zum Scheitern natürlich verurteilt. Weil das würde ich Herrn Habermas auch noch sagen, ein Krieg gegen Viren und du glaubst, ihn zu gewinnen? Diese Viren, die sind schon so viel länger hier auf dieser Welt. Und das ist auch deren Welt. Und dieses Grundbild halt, kämpfen gegen alles andere, das ist was uns in diese ganze Krise führt. Jürgen Habermas, krass. Also da fällt mir doch glatt Noam Chomsky ein. Ich habe ja. der große Philosoph Übersee. Ja. Was ich da gerade gesucht habe. Im Endeffekt genau das Gleiche sagt. Ja. Genau. Ich habe den Ton gerade. Da kommen die Dinge jetzt endlich ans Licht, Leute, weißt du, weil Noam Chomsky, hey, der ist natürlich als hippe intellektuelle Cat, kennen wir den alle und finden den cool.
Jürgen Habermas ist ungefähr der Noam Chomsky eine Generation vorher, weißt du, so in den 60ern und 70ern haben alle auf Jürgen Habermas gehört und so weiter. Der war echt intelligent und charmant und so weiter. Aber jetzt kommt es zum Vorschein. Wo kommen denn diese Leute eigentlich her? Was haben die wirklich für ein Weltbild? Und sollen das die Leute sein, die uns lehren? So, was können wir von dem lernen, wenn der so ein, aus meiner Sicht so ein krudes Weltbild hat? Ja. Und Noam Chomsky, super, genau das Gleiche. Da kommt das jetzt alles sonst nicht so. Ich habe das gerade gesucht und das war dieser kurze Ton, den ihr gehört habt, da ist gerade ein Video losgelaufen. Natürlich hat der Kaiser schon wieder ein Video gemacht über dieses Thema zu Chomsky. Titel, Zitat Noam Chomsky, Impfverweigerer sollten den Anstand haben, sich aus der Gemeinschaft zu entfernen. Ja, also das war wirklich auch, ich weiß nicht, ob das diese Männer sind, die über 90 sind und damit die super, super Zielgruppe sind von allen Corona-Ängsten. Keine Ahnung, aber da war ich auch geschockt. Habermas hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber der gilt in Deutschland natürlich als großes Gewicht. Aber Chomsky, ich glaube, jeder von uns hat von Chomsky schon einiges gesehen und gehört und gedacht, Mensch, das ist einer, der sagt mal Sache, was da drüben abgeht. Und jetzt plötzlich ist er auch Teil von diesem ganzen... Cool. Aber je mehr das verstärkt wird, ja, dieses Ausschließen von Ungeimpften, dieses Zwei-Klassen-Gesellschaftsding, sollte der Punkt kommen, wo das dann wirklich etabliert ist, dass das dann eben so umgesetzt wird, dass dann auch wirklich jeder schon psychologisch wie so Vorsicht vor den Ungeimpften so ist, ist dann ja aber schon den Geimpften klar, dass die sich dann alle 6 Monate boostern müssen für ihren Status. Gewonnen hast du trotzdem nichts. Das ist ja das. Nach 6 Monaten bist du auch der Ungeimpfte, weißt du? Hast du wieder die Arschkarte, musst du dich auffrischen lassen. Und jetzt stellt euch doch mal vor, die kriegen das hin, das zum System zu machen. Ja, und da müsste man dann wirklich Leute wie Noam Chomsky, ganz ehrlich, ich sehe den schon eine ganze Weile kritisch, das ist halt das Ding so, aber ich weiß, viele finden den so cool. Aber was ich so Noam Chomsky fragen würde, ist, wie ich auch letztens eine kleine Kurzsendung gemacht habe, What About Me? Und was hast du da mit uns vor? Wenn du sagst, aus der Gemeinschaft raus, ich meine, wie weit bist du bereit zu gehen? Forderst du irgendwelche Lager? Forderst du am Ende vielleicht sogar eine Extinction, eine Auslöschung oder sowas? Wie weit bist du bereit zu gehen, wenn du solche Dinge raus hast? Wie weit bist du bereit zu gehen? Da müssen wir kannst du dann nicht sehen, dass du dich dann wieder direkt widerspiegelst in dem Verhalten von Faschismus in seinen allerschlimmsten Zeiten so? Ich meine, siehst du das da nicht? Wie weit, what about me? Wie willst du mit uns umgehen? Weil wir sind nun mal da auf dieser Welt. Und ich bin auch auf diese Welt gekommen so. Und ich habe genauso viel Lebensrecht wie du, Noam. What about me? Was ist deine Lösung für mich? Ist dann deine Lösung, wie es ein George Bernard Shaw, auch jemand, der, hey, ein kulturschaffender Theatermann, 19. Jahrhundert, großer Intellektueller und viele bewundern den und in kulturellen Dingen möglicherweise zurecht. Aber George Bernard Shaw als einer der starken Figuren auch in der Fabian Society, von dem gibt es sogar tatsächlich schon ganz frühe Kameraaufnahmen, so aus 20er Jahre oder 30er so, wo er eindeutig das genau auf diese Themen eingeht und sagt, in einer zukünftigen Gesellschaft wird für jeden Einzelnen wird abgewägt werden, welchen Vorteil bringst du unserer Gesellschaft? Bringst du genügend? Oder hast du sogar nicht Boni, sondern Mali? Also bist du vielleicht sogar eher ein Schädling? Und ey, George Bernard Shaw, der beantwortet das dann richtig krass. Der sagt, und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass du ein Schädling bist, dann werden wir dich auslöschen. Und er sagt dann sogar noch und antizipiert, was dann später passiert ist. Er antizipiert, vielleicht wird weil wir sind ja Humanisten, wir sind ja Wissenschaftler, sagt er, werden wir eine Art Tötungsmethode entwickeln, die dir nicht wehtut, aber so wird es kommen. So. Das hat er damals angekündigt. Er hat da tatsächlich angekündigt, dass man vielleicht so eine Gaskammer entwickelt. Das ist absolut krass. Ich meine, es ist George Bernard Shaw. So. Und der hat es damals ausgesprochen. Ja, es ist halt schon so lange zurück, dass es kein großer Skandal mehr ist. Aber das würde ich den Chomskys und den Habermas und all denen, die auch so denken und all denen, die jetzt auch so viel Hate raushauen in Social Media und sonst wo, wie weit bist du bereit zu gehen? Würdest du die Leute auch wirklich einsperren? Würdest du sie ausradieren aus dem Land oder würdest du sie sogar aus dem Leben ausradieren? Wie weit gehst du so? Diese Frage wird wohl wahrscheinlich zuerst in Australien beantwortet werden, denn dort gibt es jetzt, das ist noch nicht durch, aber da ist ein Gesetzentwurf der Public Health and Wellbeing Amendment.
Das ist dort gerade in der zweiten Instanz, glaube ich, wird das geprüft und steht jetzt gerade zur Abstimmung. Und das erlaubt dem Gouverneur von Virginia, ist das, glaube ich, ne, weitreichende Befugnisse, die dann eben auch bis Internierung gehen. Victoria. Die du dann übrigens noch selber bezahlen darfst. Kurze Korrektur, nicht Virginia, Bundesstaat Victoria. Victoria, ich habe Virginia gesagt, Victoria, selbstverständlich. Aber das ist unglaublich, also das ist dann Diktator auf Lebenszeit, mehr oder weniger, so salopp gesagt, kann sich rausnehmen, was er will, kann also, erlaubt es dem Premierminister oder dem Premierminister des Staates. Also drei Leute haben dort das Sagen. Das ist einmal sozusagen der medizinische Berater, ja, der Drosten Australiens, dann genau. Der Premierminister und der zuständige Gesundheitsminister. Wenn die drei sagen Shutdown, dann ist da Shutdown. Der kann eine Pandemie ausrufen, auch wenn es noch gar keine gibt. Er muss nur denken, dass es eine geben könnte. Ja, genau. Dann kann er Teile des Staates oder den ganzen Staat abriegeln und Menschen ganz oder teilweise an der Ein- oder Ausreise hindern, kann Sperrungen unbegrenzt verlängern und die Durchsetzung liegt dann in den Händen der Polizei und der autorisierten Beamten. Und wer sich nicht an die Anweisungen hält, muss mit hohen Geldstrafen rechnen, die für Einzelpersonen bis zu 90.000 Dollar und Unternehmen bis zu 450.000 Dollar betragen können. Die Betroffenen können bis zu 2 Jahre festgehalten werden und müssen sogar noch die Kosten für die Inhaftierung in dem riesigen Internierungslager, das es schon gibt, selber bezahlen. Also das ist alles in the making und das ist noch nicht ganz durch, aber wenn man sieht, wie in Australien unten Polizisten unterwegs sind, also ich will es nicht vergleichen mit dunklen Kapiteln in unserer Gesellschaft, aber man kann auch den Faschismus nicht mit dieser Zeit vergleichen, aber ich habe heute einen Podcast auf Apolut gehört, wo einer gesprochen hat von der Faschisierung unserer Gesellschaft. Also wir haben noch nicht den Faschismus, aber damals hat es auch nicht mit Auschwitz angefangen, sondern es ging mit der Ausgrenzung von Leuten an. Und genau da, an dem Punkt sind wir jetzt schon. Ob es dann dahin laufen wird, das ist eine ganz andere Frage, aber wir sind jetzt schon weiter wie damals am Anfang, als nur irgendwelche Geschäfte blöd angeschmiert worden sind. Ja. Ich gehöre immer zu denen, die davor warnen, vor diesen historischen Vergleichen und die da auch immer eher bremsen und sagen, hey, langsam so. Aber ja, ich finde in der Tat, also wenn ich manche Dinge erinnern daran, ne? Also auch das, was, wenn es denn so kommt, ne? Aber was ihr gerade gesagt habt, dass dann die Leute ihre eigene Internierung auch noch bezahlen müssen, das ist derselbe Zynismus, den man in den 30er Jahren den Juden angetan hat, wo es nach der Pogromnacht mussten am Ende dann die Leute noch die Schäden bezahlen für ihren eigenen Schaden, weißt du, dein Laden wird zerstört und du musst dann auch dafür bezahlen, so kriegst du auch eine Rechnung dann gestellt, ja? Und wer jetzt, wenn jetzt irgendwelche Kritiker uns hören und hier sagen würden, hey, boah, jetzt kommt ihr hier mit hier NS-Vergleiche. Das ist immer so eine Riesenkohle, Keule, weißt du, wenn du einen NS-Vergleich machst, bist du ja medial gebrandmarkt. Gut, das kann uns eh nicht mehr passieren. Wir haben ja Narrenfreiheit, weil wir sind schon gebrandmarkt. Aber ich meine, weißt du, ich habe ja vorhin auch schon das angesprochen beim Habermas. Aber ich meine, hier in der Welt zum Beispiel, nochmal bei dem Habermas, die Welt schreibt, Zitat, der wichtigste deutsche Philosoph entwirft den totalen Corona-Staat. Was ist das denn für ein Duktus? Der totale Staat, der totale Krieg, das ist genau diese Denkweise. Das ist eine faschistoide Denkweise, in der Tat. Und das können wir dann auch so benennen, würde ich sagen. Also dieser Daniel Andrews, der Premier von dem Bundesstaat Victoria in Australien, der ist wirklich nach außen hin ein sympathischer Mensch. Wenn man ihn reden hört, ist der nicht so ein Krawalltyp wie der Söder oder manchmal also ein Franz Josef Strauß-Typ. Nein, der kommt cool rüber. Aber der hat die letzten 2 Jahre damit verbracht, Victoria de facto in einen Polizeistaat zu verwandeln. Und den Schaden, den er angerichtet hat, der ist auf wirtschaftlicher, sozialer oder sogar medizinischer Ebene, ist der wirklich kolossal. Da sind tausende Unternehmen in den Ruin gestürzt worden. Der Staat ist in die Verschuldung gestürzt worden. Nur mal zwei Zahlen. Von 29 Milliarden Staatsverschuldung von 2019 auf geschätzte 155 Milliarden 2023-2024. Psychische Probleme gehen durch die Decke. Viele Menschen wurden durch die Konzentration auf das Virus von der notwendigen medizinischen Behandlung ausgeschlossen. Das haben wir auch alles schon erlebt, wie es bei uns auch ist. Also die Zustände, die wir haben, da sind die schon viel, viel weiter da unten. Und das ist halt einer der extremen Hardliner. Und das ist das Problem, wenn dann
Menschen in diesem Narrativ voll aufgehen und für sich selbst eine Erfüllung in ihrem Leben sehen und dann natürlich auch eine Machtfülle bekommen, die berauscht werden von dieser Machtfülle. Das ist dann auch psychologisch wieder sehr interessant, das zu durchleuchten, dass diese Leute, die auch, ich will ihn nicht als Psychopathen bezeichnen, aber vielleicht hat er gewisse soziopathische Eigenschaften an sich, um solche Dinge dann auch durchzusetzen. Also das ist, ich blicke nach Australien und ich meine, wir können jetzt drüber reden. Wir haben vorhin ein Video gefunden, wir können nicht bestätigen, wer das ist. Wir haben ein Video gesehen von einer Zoom-Konferenz. Ich muss kurz drüber reden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das kann Fake sein oder auch nicht. Auf jeden Fall war es ein Mann, der in einem Zoom-Gespräch mit einer Frau sich unterhalten hat und er wurde seinen Aussagen nach von Militär, von Australien kontaktiert, so nach Motto, hey, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen in unseren Geländeeinheiten, in unseren Übungsgegenden, müssen wir üben, wie wir gewaltsam in Häuser reingehen, Leute rausziehen und mit medizinischem Personal die zwangsweise impfen. Und wir müssen üben, wie wir die verfolgen, die in den Busch flüchten. Hat der gesagt, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, also gibt es keine bestätigte Quelle, die das auch verifizieren kann. Ob sowas sich wirklich abspielt in australischen Kasernen, das wird die Zukunft zeigen. Wundern würde mich das nicht. Bei Politikern, die so hardline-mäßig drauf sind, dass die sagen, okay, wir müssen die nächsten Schritte vorausdenken, wir müssen unser Personal, unser militärisches Personal jetzt schon auf die nächste Phase einschwören, kann ich mir vorstellen. Ich würde es hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber mittlerweile sind wir in einem Zustand, wo alles plausibel ist, schon fast, ja. So ist es, mich würde es auch nicht wundern, das ist ja das Krasse, weil wenn jetzt der australische hier Ministerpräsident, wenn der jetzt hier in unserer Runde wäre, ohne Kamera und so, und wir würden denen das so fragen, so, dann würde der, weißt du, was der uns sagen würde? Der würde sagen, hier, was ihr nicht kapiert ist, wir sind im Krieg mit einer anderen Spezies. Das ist das. Es ist unsere Existenz bedroht. Das glaubt er. Und daraus entwickelt sich dann dieser Totalitarismus wiederum. Das eine greift dort ins andere. Es ist gar nicht so sehr eine, weil ich finde es auch so interessant, so wichtig, das zu verstehen, weil wir argumentieren da oder sind uns oft auch uneinig in der Bewertung, wie sehr es ist alles geplant. Aus meiner Sicht ist es, die Dinge sind nicht geplant, sondern wir sind in einer Massenpsychose drin. Und das sage ich schon ganz lange und habe da auch schon viel Sendungen auch dazu gemacht zu diesem Thema, weil diese Dinge auch ansteckend sind. Wir sind in einer Massenpsychose und die Massenpsychose, die bettet sich ein in einen noch viel größeren und älteren faustischen Trip und der heißt, wir sind im Kampf. Es geht jetzt hier um Leben und Tod so. Und deswegen in so einer Phase, Macron hat gesagt, nous sommes en guerre. Habermas spricht vom totalen Corona-Staat. In dieser Situation. Vielleicht sollte dem mal einer sagen. Das ist der mentale Zustand, wo die sind. Das ist das Problem. Ja, aber ich meine, wie reagieren die jetzt, wenn du denen mal so eine Information gibst wie, ey, wusstest du, dass jedes Jahr über 5 Millionen Menschen durch Schlangenbisse schwer verwundet werden, in der Folge mit Amputationen und Blindheit rechnen müssen und jährlich bis zu 140.000 Menschen an Schlangenbissen sterben. Erklären wir jetzt der Schlange den Krieg? Ist das jetzt die böse Spezies, die uns den Krieg erklärt hat? Ja, und allen da draußen, die, also ich meine, das ist immer das Blöde. Die meisten, die uns hören, die stimmen dann in so vielen Dingen uns zu. Ich würde so gerne auch zu denen sprechen, die in diese Psychose drin stecken, so. Und dürfen wir nicht mehr, weil wir auf YouTube gelöscht werden. Genau, das dürfen wir nicht. Ja, dürfen so keine ist, neuen Leute mehr. So ist, weil nur aus, noch die und auch das ist wiederum verständlich, weil aus Sicht derjenigen, die in der Psychose drinstecken, sind wir die bösen Verführer. Das macht das alles nicht irgendwie harmloser, weil ja manche Leute mal sagen, ich würde Dinge verharmlosen und alles ist gut. Nee, überhaupt nicht. Die Gefahr ist riesig. Nur ist es eine psychologische Geschichte, ein menschliches Drama so. Und wir hatten diese Dinge schon öfter in der Menschheitsgeschichte und es kann auch weit gehen. Das ist eine super gefährliche Situation, in der wir gerade stecken, so mental. Keine Frage so. Aber das ist eben dieses Grundlegende, dieses Denken, man ist im Kampf und da wird alles geopfert. Und das ist so, boah, das macht dann, ist wirklich unheimlich. Und die Hoffnung, die ich wiederum habe, ist, dass eben der Reality-Check noch kommt, bevor es in total krasse Dinge kommt. Und da zeigen wir auch hier seit Wochen und Monaten schon auf, es wird immer deutlicher, diese ganze Impfobsession kontrolliert das Corona nicht. Ihr habt Angst vor dem Corona, verstehe ich auch. Ich habe noch nie in dieser Sendung Corona verharmlost und so. Ja, ich weiß, dass es das gibt so. Und ich wünsche keinem so. Das ist keine Frage. Ja.
Aber es geht darum, wie geht man mit Krankheiten um? Wie geht man mit sowas um? Und diese Kriegszustand so. Irgendwann muss der Reality-Check kommen. Zumindest, dass sie kapieren, dass die Waffeimpfung nicht hilft. Wobei, wer weiß, vielleicht fällt ihnen was noch Schlimmeres ein. So. Ja, was ja das Schlimme ist, seit 18 Monaten läuft das. Und wenn man sich die Medien, und das haben ja einige getan, analytisch betrachtet in den letzten 18 Monaten, muss man ja zwei Dinge feststellen und kann diese auch faktisch belegen. Erstens, von Anfang an wurden Prognosen gestellt, die sich später als falsch herausgestellt haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass von Anfang an alle Kritiker an diesen Prognosen, die dann später Recht behalten sollten, von Anfang an mundtot gemacht wurden. Und diese beiden Sachen gilt es zu durchbrechen, dass das eben nicht mehr passiert. Ich nehme hier und da, selbst in den Mainstream-Medien, da ab und zu mal eine Form von Selbstreflexion wahr. Das sind aber im Moment nur so ein paar Funken hier und da, so dass das große, breite Narrativ, das steht halt wie so ein Betonblock, ja, vor einem Laden. Da war doch irgendwie was in der Schweiz, oder? Wo war das mit dem Betonblock? Ja, ich kenne die Geschichte gar nicht, ich habe nur das Foto gesehen. Mir schoss es gerade ins Bild, in den Kopf, deswegen muss ich mal nachfragen. Kanton Wallis, glaube ich, ein Restaurant, das sich geweigert hat, die Zertifikate zu kontrollieren. Und da gab es schon zigmal hin und her und Behörden hat gesagt, wenn nicht, dann machen wir euch den Laden zu. Und die haben einfach gesagt, nein, wir machen das nicht. Resistance, wir fight the resistance und so. Und dann haben die einfach Betonpoller. Die Polizei hat in der Nacht 5, 6, 7 so große Betonpoller vor den Eingang von diesem Restaurant hin. Man konnte drüber steigen, man konnte auch noch an der Seite vorbeigehen. Also, aber es war so ein symbolischer Akt vom Staat, so nach Motto, wir mauern euch ein. Und das wurde natürlich dann sofort mit Graffiti besprüht und wurde auch dann noch mit Kerzen und Bildern und so weiter. Das war die Vorgeschichte. Das Restaurant, die Betreiber haben sich aber trotzdem nicht beirren lassen und dann sind in einer vollkommen überzogenen Aktion 50 Polizisten auf die drei Betreiber, Vater, Mutter, Sohn, losgegangen und haben die unter Anwendung von brutaler Gewalt verhaftet. Dem Sohn haben sie die Schulter ausgekugelt, der Frau haben sie mit dem Stiefel ins Gesicht getreten. Also das ist der Hass der Polizisten, den wir schon so oft erlebt haben. Die Projektion der inneren Unzufriedenheit auf den externen Feind, dieses Zeichen des Totalitarismus und diese Schergen, die sich dafür hergeben, für diesen Totalitarismus, die haben da vollkommen freigedreht und da kam es dann zu diesen unschönen Szenen. Das hat natürlich in der Schweiz wieder sehr viele Leute wütend gemacht und auf die Straßen getrieben, aber das ist ein ganz klares Zeichen von Totalitarismus und von totalitären Systemen, die diesen Feind mit allen Mitteln bekämpfen und das sogar noch als gut empfinden. Ich bin mir sicher, dass viele Polizisten zerrieben werden geistig, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Entweder Job, muss das machen oder ich verliere meine Existenz, Frau, Kinder, was weiß ich. Aber es gibt auch welche, die das mit Feuereifer erfüllen. Und die gibt es halt leider in diesen Law Enforcement Jobs, Polizei und was es alles gibt, Ordnungsamt, die gibt es halt voll. Und wenn du diesen Leuten diese Macht in die Hand gibst, haut der halt einfach mit dem Stiefel der Oma ins Gesicht, ne? So. Weil sie ist das ja, ist, wie du sagst, Robert, es gibt halt in Reihen von Law Enforcement, Polizei, Militär, gibt es wahrscheinlich Natur der Sache, bei weitem nicht alle, aber da gibt es halt Leute, die auch, sagen wir mal, eine gerne auch mal hinlangen, Gewalt und sowas. Das liegt ja in der Natur der Sache so, ja. Aber das würde ich jetzt nicht direkt als ein, auch dieser bedauerliche Geschichte, es ist kein direktes Symptom für Totalitarismus, weil das ist nichts Neues. Polizeigewalt, ich habe das selbst in meinem Leben schon erlebt, auch auf Demonstrationen, in allen Jahrzehnten so, in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern. Ich habe in München das auch erlebt, in Bayern. Also das ist jetzt nicht wirklich was Neues, ja. Aber das Problem ist natürlich, dass diese Fälle immer mehr werden können. Ne? Das ist das Problem. Wenn wir in diese, je mehr man in diese Kriegsrhetorik reinkommt, in diese Kriegsrealität reinkommt, desto mehr drückt man halt ein Auge zu dann bei solchen Dingen. Da verschieben sich dann Standards. Es kann dann im Extremfall, wie wir es auch schon historisch erlebt haben, dann in Kriegen gibt es dann, wenn sich das weiter steigern, eskaliert, gibt es dann extreme Kriegsverbrechen. Alles wird dann irgendwann untergeopfert. Besonders wenn man dann in so einer totalen Denkweise ist. Es geht um alles, dann ist nichts mehr sicher. So. Hier, ich wollte noch einen reinschmeißen, weil wir auch schon beim Thema waren, so Kritiker
von Anfang an, also auch aus der Wissenschaft, wie wir jetzt auf diese Sache Corona reagieren. Einer der, die schon ganz am Anfang auch mal schon aktiv wurden und dann auch viel Gegenwind bekommen haben, der aber immer noch irgendwie am Start ist, ist Hendrik Streeck. Ja, hier der Virologe von der Uniklinik Bonn. Und erinnert euch, das war der erste mit der, jedes Mal sei es falsch, was die Heisenberg-Studie, nee, das kann ich sagen, ja. Wie ist denn dieser Ort? Heinsberg. Genau so ist es. Das war jedenfalls der erste, der gesagt hat, hey, wir brauchen vor allem Daten. Wir müssen halt eben Daten erheben. Und der Streeck hat jetzt einen Artikel geschrieben hier in der Welt. Auch den kann ich leider nicht ganz lesen aufgrund der Paywall. Aber den hat er selbst geschrieben und es steht schon im ersten Satz steht drin: Die Corona-Pandemie ist eine Krise der fehlenden Daten. Und das ist so traurig, weißt du, dass wir das heute immer noch sagen müssen und dass wir fehlende Daten haben, falsche Daten, falsche Kommunikation, Daten, die zurückgehalten werden. Und auch das wieder, das ist auch wieder nur ein Zeichen von dieser Irrationalität. So. Von falls, Anfang an, falls, wir brauchen Daten und so viel klar wie möglich, um daraus dann eine vernünftige Maßnahmen, Politik, wie auch immer, zu entwickeln. Aber das ist ein guter Einwand. Jetzt haben wir vielleicht sogar noch Zuschauer, die fragen, ja, was denn für Daten? Sind doch viele Daten. Was schwurbelt ihr denn für einen Blödsinn? Ja? Was die fehlenden Daten sind, die Daten fehlen nicht. Die sind alle da. Es nutzt sie nur keiner. Dominik Görlitz würde sagen, wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern wir haben ein Anwendungsdefizit. Wir wenden die Erkenntnisse, die wir in den letzten 18 Monaten gewonnen haben, nicht an. Was haben wir hier schon alles zitiert? Wir haben zum Beispiel über eine genetische Präposition geredet, die offensichtlich die Corona-Patienten haben. Ja, da ist schon mal irgendwie ein Unterschied. Ja, die einen sind offensichtlich präpositionierter also anfälliger für die Krankheit als andere. Dann hatten wir die Blutgruppen im Gespräch. Da ist es doch genau dasselbe. Jetzt haben wir vor kurzem festgestellt, dass es irgend so ein Enzym gibt, was da irgendwie bei einigen eben bewirkt, dass diese natürliche Immunreaktion bereits gestoppt wird, bevor die Krankheit überhaupt bekämpft ist. Ja, das sind alles Erkenntnisse, die wir haben. Wir nutzen sie einfach nur nicht, weil es kein medizinischer Notstand ist, sondern schlicht und ergreifend Politik. Das, was wir seit 18 Monaten erleben, ist Politik. Das hat wenig was mit Vernunft zu tun und das hat eben auch nichts mit Datenerhebung zu tun und auch nichts mit Handeln nach Daten, auch kein Erkenntnisgewinn. Was haben wir hier oft mit dem Kopf geschüttelt und uns die Frage gestellt, wie kann denn das sein, dass hier so ein Widerspruch existiert, egal wo du hinschaust, ja, großer Widerspruch. Und dass selbst die ganzen Skandale, die damit verbunden sind, ja, Maskendeal, überall wird sich bereichert und so weiter und so fort, es spielt halt alles keine Rolle, weil es gedämpft ist in dieser, wie wir es heute ja schon oft gesagt hatten, Massenpsychose, die hier herrscht. Das geht einfach alles unter. Ja, und was interessiert denn innerhalb dieser Panik, die jetzt herrscht, das, was die vor einem halben Jahr gesagt haben? Ja, es ist ja alles Pustekuchen gewesen. Ich erinnere nur mal an Montgomery, der gesagt hat, zu Ostern haben wir jeden Tag 200.000 neue Infektionen. Ja, was ist denn damit? Also genauso wie der Lauterbach jetzt von sich gibt, im März gibt es keine Ungeimpften mehr. Ja? Geimpft, genesen oder tot? Ja, das ist jetzt das, was vorausgegeben wird. Aber nochmal, warum war das dann letztes Jahr nicht so? Da gab es noch gar keine Geimpften. Ne? Da hätten ja dann letztes Jahr im März alle genesen oder tot sein müssen, nach dieser Logik. Und was auch so traurig ist, weil jetzt sind wir schon so lange darin, ich weiß ja nicht, wie lange, bin ja kein Epidemiologe, ich weiß nicht, wie lange normalerweise sowas kursiert, spanische Grippe, wie lange war das? Ein Jahr oder so? Zwei Wellen. Zwei Wellen, aber irgendwann ist es halt vorbei. Und da haben wir auch schon ganz am Anfang drüber gesprochen, in den ersten Sendungen so, dass es, also ich habe den Punkt vertreten, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, ey, schützt die Schwachen, aber die Starken sollen sich sogar, und das ist halt, die meisten Menschen sind die Starken, so sind 90% sind die Starken, die sollen sich mit diesem Virus konfrontieren, damit dann irgendwann so eine Herdenimmunität kommt. Das hätten wir schon längst erreicht, aber dazu kommen wir nicht mehr. Doch. Weiß ich nicht. Das ist exakt das, was jetzt passiert. Das ist ja der ganz offensichtliche Strategiewechsel. Das ist die Frage. Wir streben jetzt die her.
das ist die Frage, ob wir diese Herdenimmunität erreichen oder ob es nicht gerade so ist, dass eben durch diese Impfung dieser ständige Mutationsdruck kommt. Und ob es jetzt nicht sogar noch viel schwieriger wird oder langfristiger, bis wir als Herde mit dieser Geschichte abgeschlossen haben. Meine Sorge ist, dass sich das verzögert, auch noch aufgrund von den... Nö, also die Sorge habe ich nicht, weil ja jetzt mit 2G wird ja jetzt in Baden-Württemberg und Sachsen ab Montag nur noch 2G, ja, also Kino, Schwimmbad, Restaurant ist dann nicht mehr. Ich darf noch nicht mal zu dem Konzert meines Sohnes, ja. Der gibt nächste Woche ein Konzert, bin ich stolz wie Bolle, ich darf es mir nicht angucken. Ja, ich glaube aber trotzdem, die Durchseuchung, die nimmt jetzt dadurch zu, weil die Geimpften, die sind ja alle total sicher, ja, total solidarisch, da kann wieder umarmt und geherzt werden. Ja. Das ist der Pandemietreiber Nummer 1. Pandemietreiber Nummer 2 ist, wir testen ja nicht mehr. Die Geimpften werden nicht getestet und durch die 2Gs haben die Ungeimpften auch keinen Grund mehr, sich testen zu lassen. So, deswegen würde ich mal behaupten, die Inzidenzen, die haben ihren Höhepunkt erreicht und die werden sogar jetzt eher noch rückläufig gehen, was nicht bedeutet, dass die Neuinfektionen zurück oder besser gesagt die Corona-positiv Getesteten, die dann aufgrund des fehlenden Tests nicht mehr Corona-positiv getestet werden, aber trotzdem in die Neuinfektionsstatistik eingehen, das wird zunehmen. Aber es ist dann halt eben eine immens große Dunkelziffer, die diese Durchseuchung im Hintergrund eben macht. Und in all den Ländern, wo am Anfang eben keine so großen Maßnahmen waren, wo man eben das Impfen irgendwie so nicht so drauf geguckt hat, weil man andere Probleme hatte, wo man jetzt Tests gemacht hat, festgestellt hat, wie zum Beispiel in Indien, in Syrien gab es da, glaube ich, auch eine Studie, da ist die ganze Bevölkerung schon durchseucht. Ja? Und dort war es auch nie ein großes Problem, weil man gar nicht auch so einen Fokus, da sind natürlich trotzdem Menschen gestorben, aber es gibt Gebiete auf diesem Planeten, da fällt das nicht weiter ins Gewicht. Ja, und dort ist es nicht aufgefallen und jetzt hat man dort eben mal festgestellt, auch 70-80% der Bevölkerung hat Antikörper. Und das ist auch offensichtlich ein besserer Schutz als diese Impfung, die nach 6 Monaten ihre Wirksamkeit verliert. Und deswegen bin ich da optimistisch, dass das jetzt im Hintergrund passieren wird, ist ja irgendwie logisch. Ne? Mhm. Tests werden immer weniger jetzt. Steigt natürlich die Unvorsicht, ja, und eben dieser Irrglaube, wie Wagenknecht das sagt, man schützt sich nur selbst, aber nicht die anderen. Und deswegen wird dieser Irrglaube auch aufrechterhalten, weil natürlich, wenn die Impfung denn tatsächlich das bewirken sollte, dass die meisten Menschen dann eben von einem schweren Verlauf geschützt sind, fällt das ja dann auch nicht weiter auf. Aber unterm Strich zählt doch nur, haben wir dann überhaupt noch eine Pandemie oder nicht? Oder wollen wir wirklich dieses Coronavirus bis zum Schluss bekämpfen? Bis zum Schluss. Wir opfern dem alles. Ja? Oder sagen wir einfach, okay, das ist jetzt da, wer sich schützen will, soll sich impfen. Können wir nicht wieder in den Normalmodus schalten? Das wäre wirklich für alle gesünder. Aber nein, diese Massenpsychose existiert und du kannst nicht diesen 35%, die da im Moment gerade voll auf Kurs sind, die Existenzberechtigung, ja, oder den Daseinswille nehmen, indem du denen das wegnimmst, ja, und die dann plötzlich wieder mit ihren ganz individuellen eigenen Problemen konfrontierst. So nach dem Motto, das große Ganze, der gemeinsame Kampf, der Krieg ist vorbei. Ja, jetzt seht mal wieder klar, wie ihr mit eurem eigenen Leben zurechtkommt. Das wird aber passieren. Ich glaube tatsächlich, das ist ein großer Faktor, gesellschaftlich gesehen, der da eben eine Rolle spielt. Und da geht es eben nicht um Fakten. Es geht überhaupt nicht um Fakten. Der Aufschlag dieser 35% in der Realität wird aber stattfinden. Die Frage ist nur, wann und in welchem Zustand befindet sich dann unsere Gesellschaft? Jetzt nicht nur hier, sondern global. Kurzer Gedankenausflug. Du hast gerade Indien gesagt. War das nicht interessant? Ich glaube, das war auch dieses Jahr, wie wochenlang nur auf Indien geguckt wurde. Bilder, Schlagzeilen, Zahlen, Daten, Fakten, steigende Kurven. Indien, Indien, Indien. Jetzt ist ganz, ganz schlimm und so weiter. Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr von Indien gehört. Nur auf Seiten, die eben sich mit den Fakten beschäftigen. Indien hat 25% Impfquote und die haben keine schlimmeren Zahlen wie bei uns. Also ja, nur mal so wegen halt medialer Aufmerksamkeit. Ja, eben.
Aber nochmal Thema Massenpsychose, weil es kam jetzt ein bisschen zu kurz. Wir denken ja, die Massenpsychose erleiden wir nur beim Thema Corona. Das ist ja noch die andere Krux. Wenn Corona vorbei ist, ja, wurde ja jetzt erst in Glasgow sozusagen die nächste Massenpsychose in Stein gemeißelt. Die alte wieder aufgewärmt. Die alte. Ja, und Sleepy Joe hat sogar auf den Spiegel geschafft, ja, mit seinem Nickerchen. Also du meinst, dass jetzt diese Psychose im Thema Corona ausläuft? Ja, wir retten jetzt das Weltklima. Die Leute ist ja dann, das ist ja der nächste Quatsch. Wir sagen dem Klima den Krieg an. Ja, das ist dann, wir sind nicht im Krieg gegen eine andere Spezies, sondern wir sind im Krieg gegen Planeten. Ja, das ist noch unerreichbarer. Genauso ist es. Ja. Ja, das ist eine ernste Sache so. Und es ist nicht so, dass eine Psychose die andere ablenkt. Ich meine, wir sind schon lange anfällig für Psychosen. Das geht schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten so. Aber ja, die nächste zeichnet sich schon ab. Mit dem Corona wird irgendwann vorbei sein. Das Problem ist, dass jetzt sich schon insgesamt ganz viel Gewichte verschoben haben, weg von unseren herkömmlichen abendländischen Freiheitsgedanken, so Individualismus und so weiter. Alles ja Dinge, die hier in Europa entwickelt wurden, auch philosophisch. Und da hat sich ja ganz viel verschoben jetzt hin zu diesem kollektivistischen Gedanken. Und die Philosophen unserer Zeit geben ja schon den Weg vor. Und dann kommt halt das nächste Thema. Und die Art, wie man damit umgeht, die wird bleiben. Also dieses Herablassende, dieses Überstaat, dass Staat alles machen kann, das wird es nicht mehr so einfach wieder zurückzubekommen sein. Da gilt leider auch unser so gern zitierter Spruch, the pace is out of the tube. Das wieder zurückkriegen, diese ganzen Rechtsbrüche und so weiter und diese Autorität, die auf einmal die Exekutive hat, dass wir überhaupt in einen autoritären Staat kommen, das wird schwer wieder zurückzubekommen. Ne? Also was diese Gesellschaft im Moment für ein Problem hat, ist, die denkt, sie können die Zeit anhalten, dass aber es einen Kreislauf des Lebens gibt. Ja? Es stellen sich eigentlich bei den zwei großen Themen nur zwei Fragen. Wird die Pandemie die Menschheit auslöschen? Nein, das wird sie nicht. Und wird diese Klimakrise, ja, oder dieser Klimawandel, wird der den Menschen in 100 Jahren, wird der diesen Planeten unbewohnbar machen in 100 oder in 500 Jahren? Das glaube ich nicht. Auch nicht. Es ist ein Wandel. Und solange wir das ignorieren und dem Wandel den Krieg erklären, kann es gar kein Vorankommen kommen. Ja, das ist diese Massenpsychose, ja. Das ist dieser Kampf gegen die Windmühlen, ja. Diese völlige, das ist es, genau so. Aber das ist, da besteht halt auch wieder eine Spur weit Hoffnung, weil eben diese Psychose ist überwindbar. Das ist eine mentale Sache. Und wir können diesen Zustand, der ist nicht in Stein gemeißelt, der ist nicht Schicksal, der ist nicht von Gott geschickt, sondern Ding, da können wir auch wieder rauskommen. Experten sagen, es kann dauern. Und ich sage auch mal, hey, wir haben keine Kristallkugel. Wer weiß, wie lange es geht? Möglicherweise geht es bis zu 3 Generationen oder sowas. Aber die gute Nachricht ist, wir können dort auch rauskommen. Heilung ist möglich. Ja. Und da ist wiederum jeder Einzelne von uns spielt in diesem großen Spiel auch mit. Wie gesund ist deine Hygiene? Wie gesund sind deine Gedanken? Wie ist deine Vibration? Es geht auch nicht nur um Gedanken. Es hat nichts zu tun mit Intellekt, sondern mit deiner ganzen Geisteswelt. Es ist auch dein Fühlen, es ist deine Lebensqualität. Wie nimmst du dich selbst überhaupt wahr? Weißt du, dieses, wie es dieser Psychologe halt genannt hat, self-directed, weißt du, dass du eine gewisse Souveränität einfach gewinnst. Selbst wenn von außen dann Freiheiten eingeschränkt werden, aber innen drin, wenn du, je stärker du diese innere Direction hast, desto weniger bist du anfällig für diese Psychosen. Das ist genau das Ding. Je stärker du selbst in dir ruhst, desto gesünder ist auch deine geistige, emotionale Hygiene und desto weniger bist du anfällig für den Hype, der von außen kommt. Da. Und so, und jetzt müssen wir ist Hoffnung, ja. Jetzt müssen wir da mal noch ein bisschen den Meißel noch ein bisschen mehr reinhauen, ja, in die Steine, indem wir mal noch so ein bisschen den Pfizer-Mythos weiter zementieren. War da nicht ein bisschen was diese Ausschlüsse betraf? Ja? Pfizer haftet ja nicht. Das haben sie ja von der EU für alle EU-Staaten bestätigt bekommen, und zwar schwarz auf weiß. Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn das wurde jetzt veröffentlicht, ja, also dieser Vertrag zwischen Pfizer und der EU. Und den können wir ja mal zeigen, ja? Da stehen total viele spannende Sachen drin. Also es gibt eine Vorgeschichte dazu, da geht es auch darum, dass es da gewisse Whistleblower gibt. Also es geht um den Vertrag
von Pfizer mit der EU. Und Inhalt dieses Vertrags oder was jetzt eben rausgekommen ist, dass die EU um Milliarden zu viel gezahlt hat. Die Staaten haften für sämtliche Wirkungen, wo man noch gar nicht weiß, was abgeht, und die Wirkung selber ist total unklar. Das ist jetzt die Überschrift von einem Artikel, den ich gerade aufgeschlagen habe. Und ich habe ein tolles Video gefunden, wo MEPs, Members of the European Parliament, genau zu diesen Verträgen Stellung beziehen. Und da gucken wir jetzt mal schnell rein, wie die sich zu diesem Thema äußern. Und dann schauen wir uns mal die Verträge nochmal im Detail an. We are on the same side from different countries and we support exactly the same thing. The respect for fundamental rights. Yet again this week we are here to say no to discrimination and no to segregation. We are here to defend fundamental and human rights. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. So these are the contracts that were disclosed by the Commission with the approval of the company. This is unheard of. And I will just show you the pages. These are the pages. Is this the Europe that we were elected to represent? Are human rights optional according to our fundamental values? My answer is no, no, no. This will not be limited, as I say, to one country. This will be coming to your door. And the sooner we say no, the stronger the message that we send. Ja, erfreulich, dass man mal aus Brüssel mal solche Töne hört und nicht nur Uschi von der Leyen irgendwelche Geschichten hört. Übrigens, die ist 50 Kilometer mit dem Privatflugzeug geflogen bis zum Gipfel, gell? Nur mal so nebenbei. 50 Kilometer habe ich gelesen, hat sie ihren Flieger angeworfen. Zum Umweltgipfel? Genau, zum Umweltgipfel mit dem Privatjet 50 Kilometer geflogen. Ich weiß nicht, da bist du doch mit dem Auto schneller. Also, das ist unfassbar. Aber hier, weil du gesagt hast, schön mal sowas aus Brüssel zu hören, aber wir haben ja auch hier gesehen, jetzt im letzten Bild, guck mal, das war eine Pressekonferenz. Ja. Ja, da sitzen dann drei Hanseln oder ja, sowas. Das wird nicht wahrgenommen, die Arbeit von denen. Wir bringen das jetzt hier und noch ein paar vielleicht, aber im Grunde genommen wird das unter den Tisch gekehrt. Aber großartig, oder? Wie geschwärzt der Bericht war. Weißt du, was mich so erinnert hat? Volle Transparenz. Ja, volle Transparenz, so ist es. Wir haben eine Krise der Daten, das ist es. Mich hat das erinnert hier an den Bericht vom US-Kongress-Untersuchungsausschuss zu 9-11, weißt du? Ja. Wir wissen, was passiert ist, aber alles ist Geschwärze, weißt du, so, okay. Ja. Come on, ey. Und genau das ist doch traurig, wenn es wieder heißt, ja, aber hier, das sind bestimmt irgendwelche rechten Parlamentarier. Ich weiß nicht, welche Parlamentarier das sind, aber ich meine, was sie sagen, ist doch, ey, das muss doch jemand sagen. Guckt euch das mal an, das sind Verträge und die werden geschwärzt, die werden zensiert. Wieso ist das denn so? Wollen wir nicht ein transparentes Europa haben? Also da haben wir auch schon immer wieder drüber gesprochen. Weißt du, also, es ist nicht so, dass wir per se irgendwie alle gegen Europa wären oder sowas. Aber ey, diese Mauscheleien so, zeigt doch die Dinge offen so. Ja? Das machen wir jetzt mal. Die Investigativabteilung hat zugeschlagen. Wir wissen nicht, was dahinter in den Scherzen steht. Hab da mal was vorbereitet. Hier habe ich jetzt zwei Dokumente, zweimal das gleiche Dokument eingeblendet. Auf der linken Seite ist das Originaldokument von European Council, europa.eu, hier oben mit der Nummer 838335. Und das Ganze ist hier das Dokument nochmal, aber von italienischen Medien schon irgendwann mal Anfang des Jahres, Mitte des Jahres veröffentlicht worden. Und was wir hier sehen können, ist, dass also wirklich sehr viele Stellen da drin geschwärzt vorkommen. Wir sind jetzt bei der Seite 2. Da ist also rechts ohne Zensur und links das mit den EU-Abgeordneten vorgelegten, genau. Zensurierte. Genau. Und darüber haben sich die EU-Parlamentarier aufgelegt, so nach dem Motto, das ist die Transparenz, von der ihr alle gesprochen habt. So sieht Transparenz aus, dass ich nicht lache. Und wir haben es jetzt nicht im Detail durchgearbeitet, um was es da geht. Es ist viel zu komplex, dieses Englisch. Kann ich auch teilweise gar nicht lesen. Das ist so Beamten Sprache auf Englisch, das müsste man studieren, aber wenn man mal weiter runter geht, dann merkt man jetzt zum Beispiel hier, ich glaube bei Seite 25 war das, wo wirklich fast eine komplette Seite geschwärzt ist, hier Seite 24, mal gucken, was da eigentlich drin steht, so ein bisschen reinschauen.
Das genau. Finde ich halt schon auch krass, dass es halt eben nicht nur eine Passage ist, sondern wenn du da so hier gerade auf der linken Seite so rumscrollst, dann ist ja da ein ganz großer Teil von dem Vertrag einfach geschwärzt. Ja? Und dann ist es, wie dieser eine Abgeordnete gesagt hat, das ist echt unerhört. So. Ich meine, das wird einem da vorgesetzt als Abgeordneter. Es ist nicht nur eine Passage, sondern ganz viele Dinge. So. Ja, das ist eigentlich ein Großteil von diesem ganzen Text ist geschwärzt. Und das wird dann denen vorgelegt. Und das es gibt auch nicht viele, die sich aufregen, wie wir gerade in dieser Pressekonferenz gesehen haben. Das sorgt nicht für große Bestürzung offensichtlich. Ja, das saß Brüssel. Ja kaum ja. jemand. Ja. Ja. Bestürzung, dafür sind Pressekonferenzen auch nicht da, dass dort die anwesenden Journalisten Bestürzung äußern. Da war nur der europäische Pendant vom Reitschuster und hat eine Frage gestellt. Ja. Also, wen es interessiert, was hinter den schwarzen Flecken sich da verbirgt, der kann auf rei.it fündig werden. Am besten, wir packen die beiden Links direkt unten an den Text. Das Zensurierte müssen wir eigentlich nicht nochmal verlinken. Ja, doch, das ist interessant, mal zu gucken, weißt du, so wo sie dann... Ja, genau, um zu sehen, was genau zensuriert wird. Was dann genau zensuriert wird. Ja. Also wer sich die Arbeit machen möchte, die Links sind unten in der Videobeschreibung, der wird da fündig. Warranties of either party... Okay. Es gibt noch eine Sache, die in Sachen vertrauensbildende Maßnahme bei Pfizer nicht unbedingt ganz oben steht, sondern es gibt einen Skandal in Sachen Whistleblower. Eine Regionaldirektorin hat der FDA etwas gemeldet, nämlich dass es gefälschte Daten gab in einer klinischen Studie und anstatt dass man der Frau richtig zugehört hätte, wurde sie erstmal gefeuert von diesem Unternehmen. Es ist relativ... Gängige Weg. Ja, ganz normal, es ist eine kurze Geschichte, ich erzähle es euch kurz, der Kollege Reitschuster hat das heute auch schon aufgearbeitet und ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung von dem Artikel vom 3. November, also der Tag der Aufzeichnung heute. Es geht um eine Dame, die dem British Medical Journal, dem BMJ, einen brisanten Investigativbericht gebracht hat und die heißt Brooke Jackson. Sie war früher selber Regionaldirektorin von einer Forschungsorganisation namens Ventavia Research Group und sie hat sich eben direkt an dieses medizinische Journal gewandt, um Betrug mit diesen Pfizer-Impfstoffen zu melden und die selber hat dann eben keine, sie hat bei der FDA versucht, das zu melden und mehr oder weniger ist sie nicht durchgekommen. An dem Tag, als sie die Meldung gemacht hat, ist sie dann erstmal von ihrem eigenen Unternehmen gefeuert worden. Und es ging mehr oder weniger darum, dass in diesen Studien zu den mRNA-Impfungen sehr viele Unregelmäßigkeiten gekommen sind, zum Beispiel, dass die Teilnehmer nach einer Injektion auf den Flur gestellt worden sind und eben nicht vom klinischen Personal überwacht wurden. Es gab eine fehlende rechtzeitige Nachverfolgung von Patienten, bei denen es eben unerwünschte Ereignisse gab. Protokollabweichungen sind nicht gemeldet worden, die Impfstoffe wurden nicht bei der richtigen Temperatur gemeldet, falsch etikettierte Laborproben und so weiter und so fort. Also es gab eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten und sie wollte das dann eben der FDA melden, der US Food and Drug Administration, die Behörde, die für die Zulassung der Impfung zuständig war und später dann auch die Notfallzulassung für die Pfizer-Medikamente gemeldet hat. Witziges Detail am Rande. Also sie hat die Forschungsorganisation Ventavia selber mehrmals auf diese Unregelmäßigkeiten hingewiesen, ohne Reaktion. Daraufhin hat sie dann die Beschwerde an die FDA gebracht und dann wurde sie am gleichen Tag gefeuert, wie schon gesagt. Und sie sagt, sie ist 20 Jahre in der Forschung tätig gewesen. Es war das erste Mal, dass sie eigentlich entlassen worden ist. Sie ist dann immer selber gegangen zur nächsten Station. Und diese FDA hat dann interessanterweise auch nicht weiter ermittelt. Also sie hat eine Mail gekriegt von der Behörde, wo ihr gedankt wurde. Danke, dass sie es geschickt haben. Dann hat sie noch den Anruf gekriegt von der Behörde, so nach dem Motto, wir besprechen jetzt den Bericht. Und dann hat man ihr mitgeteilt, es können dann eben keine weiteren Angaben gemacht werden und dann keinen Kontakt mehr. Und am 10. Dezember 2020 ist in dem von der FDA übermittelten Bericht über die klinischen Studien von Pfizer die Notzulassung für diesen Impfstoff erteilt worden.
Wann hatte die ihre Einwände gebracht? Letztes Jahr. Bevor die FDA das dann einen Tag später gemacht hat. Ja. Und aber ich meine, wir wissen ja von Pfizer, das ist ja einer der Konzerne, die sozusagen das schon einkalkuliert im Budget. Mhm, ja. Ja. Selbst wenn Menschen sterben, gibt es halt Schadenersatz, alles kannst du irgendwie mit Geld regeln und das wird von Anfang an eingeplant. Und von daher wundert mich das jetzt überhaupt gar nicht. Wichtiges Detail noch am Rande, also dieser Vorfall, der ist also nicht nur von Pfizer und von Ventavia, sondern auch von der FDA mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt worden. Daraufhin wurde die Bundespressekonferenz am 3.11. auf diesen Fall angesprochen. Jens Spahn und Lothar Wieler haben gesagt, man wisse davon noch nichts. So nach dem Motto, ja, das waren 1000 Leute, das spielt keine Rolle, das ist milliardenfach verimpft worden, bla bla bla, die typischen Plattitüden. Und eine Google-Suche am 3.11. um 16 Uhr gab keinen einzigen Bericht von irgendeinem großen deutschen Medium bezüglich dieser Thematik. Und da sind wir wieder bei der Erkenntnisnummer, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben die Daten, wir haben die Zahlen, wir haben die Fakten, wir haben die Hintergründe, wir haben auch Informationen, dass das alles gedeckelt wird, aber wir wenden es nicht an. Das gibt bestimmt viele Redakteure, die heute davon gelesen haben, am 3.11., aber nicht schreiben dürfen, weil wenn sie das machen, dann gibt's Klopf auf die Finger. Salopp und jetzt gesagt. Sind wir wieder beim Kern der Sache. Diese Massenpsychose, das ist ja nicht, weil die ganzen Menschen psychotisch sind, sondern das hat ja eine Ursache. Und das sind die Massenmedien. Ja, nicht die Politiker, die korrupt sind, sondern die Massenmedien, die ein völlig falsches Spiel spielen. Ja, die den Menschen vormachen, hey, wir klären euch auf und unterhalten euch und so, ja. Aber von Propaganda, Manipulation und im Grunde genommen dem, wo wir rüber jetzt hier schon wieder seit über 2 Stunden reden, das ist das, was Medien eigentlich machen oder zumindest bewirken. Ja. Kann ja sein, dass sie nicht wissen, was sie tun. Ja. Aber zumindest hat es diese Massenpsychose, die wir jetzt gerade erleben, zur Folge. Das ist Folge der Medienberichterstattung und nicht Folge von irgendwelchen Entscheidungen von Politikern Beides. Oder von irgendwelchen Pfizer-Vorständen, die sich die Tasche voll füllen wollen. Ich glaube, das ist einfach nur Mafia. Aber dass diese Mafia durchkommt, das haben die Medien zu verantworten. Ich finde, die bedingen sich gegenseitig. Also die sind natürlich. Das sind die großen Treiber in dieser Pandemie. Ohne das Trommelfeuer der Medien wäre das alles nicht so weit gekommen. Ja, diese Medien, die ich meine, die gehören halt diesen mafiösen Strukturen. Das wäre das Problem. Genau, von denen kannst du nicht erwarten, dass die das aufdecken. Genau, das ist es. Und wenn da mal dieser Funke, von dem ich vorhin schon sprach, dass da hier und da mal eine Selbstreflexion irgendwo stattfindet, dann sind das eben einfach Journalisten, die zu diesen anderen 25% gehören, die sich halt das selber denken noch nicht verbieten lassen und die dann aber wahrscheinlich auch nicht lange dort arbeiten, wenn sie mal sowas sagen. Ne? Sieh dir David Precht an. Das bringt dir gar nichts, wenn du ein Standing hast. Ja? Wenn du was Falsches sagst, ist das wurscht. Da kannst du Bayern-Profi sein, ja, eine sympathische Bundestagsabgeordnete oder ein beliebter Fernsehphilosoph. Reicht dann alles nicht. Die würden den Papst abschießen, wenn der Corona leugnen würde. Die sympathische Bundesabgeordnete ist die Wagenknecht. Die hast du gemeint, oder? Ja. Okay. Nicht dann. Claudia Roth. Ja, es war mir schon klar. Ja. Hier, ich wollte noch mal sagen, weil du hast mir schon Kopfschütteln sehen. Also die Aussage, dass der Ursprung die Medien sind und dass die Medien die Massenpsychose auslösen, das halte ich für falsch. Nicht der Ursprung, Medien, sondern der Verstärker. Das hast du aber gesagt. Also, genau. Ein Verstärker. Die Medien sind Teil der Massenpsychose. Also die Medien lösen nie das aus, sondern sie, das sagt das Wort Medien schon, sie transportieren sozusagen die Message und sozusagen verstärken sie natürlich die Dinge. Klar, aber die Medien sind nicht diejenigen, die eine Psychose erfinden, sondern sie sind Teil der Psychose. Die Leute, die dort arbeiten, die stecken drin in der Psychose. Das ist genauso, nicht die Medien haben Hitler an die Macht gebracht. Nicht die Medien haben den Ersten Weltkrieg begonnen. Ne? Oder nicht die Medien waren es, die zur Hexenverfolgung aufgerufen haben, so, sondern Medien, auch damals schon, haben Dinge verstärkt. Ja, aber Medien, ohne die damals Medien war halt ein gedrucktes Buch. Ja, natürlich. Das stimmt aber für die Hexenverfolgung schon genauso. Damals gab es schon den Buchdruck. Das ist eben ja, die Hexenverfolgung war ja nicht im Mittelalter, sondern in der Neuzeit. Es gab schon einen Buchdruck und da konnten dann
dann so Hasswerke erscheinen wie der Hexenhammer. Und die haben tatsächlich dann diese Psychose verstärkt. So. Das ist wahr, die haben das verbreitet. Das funktioniert so. Ist aber nicht so der Typ, der das Buch geschrieben hat, der ist verantwortlich für diese Psychose. Der ist in der Psychose drin. Und deswegen, die Medien machen das, was sie schon immer gemacht haben. Sie verstärken natürlich Dinge, sie verbreiten halt diese Nachricht. Aber die haben das nicht erfunden, diese Psychose, sondern sie stecken drin und sie sind ein Symptom halt davon. Ja. Ich habe gerade was gesucht, und zwar wollte ich den Namen von den Medienvertretern von dem Event 201 suchen, weil ich mich erinnere, dass da auch irgendwelche führende Medientypen drin waren. Ihr wisst ja, das Oktober 2019, dieses Planspiel, wo die Pandemie vorausgenommen worden ist. Und ich wollte jetzt gerade den Namen suchen von, oder die Namen suchen von führenden Medienvertretern. Jetzt gebe ich das ein, Teilnehmer Event 201, und die ersten 20, 30 Texte sind nur wissenschaftliche Themen, was da passiert, also wissenschaftliche Texte. Ich dachte, die sind alle vom Röper. Und sogar noch ein Text, so nach dem Motto, das ist auf gar keinen Fall Verschwörung oder Verschwörungstheorie. Nein, auf gar keinen Fall Verschwörungstheorie, das ist alles safe und so weiter. Also alleine schon bei der Auswahl dieser ganzen Artikel, du findest die Artikel, von denen ich weiß, dass es sie gibt, die findest du gar nicht mit einer einfachen Google-Suche, weil die Filter das schon alles rausgreifen. Aber nochmal auf den Punkt, warum ich das sagen wollte, ich glaube, die Medien waren von Anfang an mit im Boot. Ich habe mich heute erst noch mit jemand unterhalten über 2009 Schweinegrippe, dass das vielleicht, so haben wir drüber gesprochen, der Testlauf war für das globale Geschehen. Also mit 2009 hat man ja auch global gemacht, aber was passiert, wenn man eine globale Pandemie ausrufen möchte? Wo gibt es Stellschrauben, wo man noch was machen kann? Wie kann man Widerstand verhindern? Wie müssen wir agieren, wenn da was passiert? Und das war die Generalprobe, vielleicht, These, okay. Und dann hat man eben mit Hilfe von Big Tech und Social Media das Ganze jetzt wasserdicht gemacht. Und die Medien waren da natürlich von Anfang an vorderster Front dabei. Also wir haben ja auch alle auf die Bilder aus Wuhan geguckt am Anfang. Und seitdem, es gibt nichts anderes. Ich steige am Tag zweimal ins Auto ein, wenn ich mit meinen Wuffis in den Wald fahre. Fahre ich ein kurzes Stück und dann gehen wir spazieren. Und jedes Mal, wenn ich einschalte, und das ist genau Nachrichtenzeit oder so, es kommt nur Corona, Corona, Corona. Übrigens witzig, Robert Fleischer war vor kurzem mal wieder in Deutschland und hat sofort ein Video gepostet, wo er 5 Minuten mit dem Auto gefahren ist und hat gesagt, das gibt's doch nicht, hier gibt's nichts anderes mehr im Radio wie Corona, Corona. Er lebt ja nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland und hat dann auch selber noch ein Video gemacht, das kann doch nicht wahr sein, dass sich die ganze Gesellschaft nur noch um dieses eine Thema dreht. Doch, lieber Robert, willkommen daheim, es ist so. Aber wir machen es auch schon seit 172 Folgen. Das ist, 71. Ja. Aber auch eine 172 wird es noch geben, oder? Ja, ja. Also. Ja, und die wird wieder sehr speziell. Ja. Kommenden Sonntag können wir jetzt gleich mal ankündigen. Und weil du jetzt gerade noch das Video von Robert Fleischer erwähnt hast, das bringen wir noch ganz am Ende der Sendung, packen wir das auch noch mit dran. Aber ja, Sonntag habe ich mich dazu entschlossen, gibt es wieder ein bisschen Unterhaltung hier im Homeoffice, weil wir es ja lange nicht mehr hatten. Und zwar würde ich gerne mit euch beiden die nächste anstehende Nu Vision Chart Show am Sonntag live zelebrieren mit vielen tollen Künstlern. Wir haben wieder so wahnsinnig viele tolle Songs, Corona-kritische Songs mit tollen Texten, toller Musik, tollen Leuten zugeschickt bekommen. Und Juri war sehr, sehr fleißig, hat wieder Grandioses gezaubert. Und weil die letzte Chartshow oder beziehungsweise die erste Chartshow, die wir gemacht haben, so ein bisschen unterging, weil die fiel so blöderweise genau mit dem Tag zusammen, als YouTube uns den Kanal nahm, den großen, auf dem die eigentlich laufen sollte, die Chartshow, ging das Ganze ein bisschen unter. Es hat zu wenig Liebe bekommen. Dafür, dass es so gut ist, hat es zu wenig Liebe bekommen. Und deswegen ich finde geben wir so dem als, mehr Liebe. So. Als Live-Event ist das irgendwie alles nochmal ein bisschen mehr. Deswegen haben wir uns jetzt dazu, zumindest jetzt die nächste Chartshow als Live-Event und Chartshow zu machen. Kommt dann zeitgleich am Sonntag raus. Und ja, darauf freue ich mich, weil es wirklich wieder fantastische Beiträge sind. Genau, das war's schon. Ja, Sonntag, Chartshow hier im Homeoffice. Mal wieder seichte Unterhaltung. Ja. Robert? Ich wollte genau darauf eingehen, auf diesen Punkt. Also ich habe kritische Kommentare gelesen, so nach dem Motto, was soll denn das hier?
naja, es wird ja niemand gezwungen, sich das anzuschauen. Und wir haben selber auch irgendwie das Bedürfnis dazu, nicht nur die ganze Zeit in diesen Themen drin sein, die uns das Hirn zermattern, sondern ich möchte mich auch mit fröhlichen Dingen beschäftigen. Wir sind ja in diesen Themen drin, das sind ja alles Corona-kritische Texte. Das ist ja eine alternative Musiksendung und da bleibt man ja im Thema drin, aber ich möchte eine gewisse Leichtigkeit im Leben haben und es steht ja jedem frei, da das anzuschauen und nicht anzuschauen. Also von dem her gesehen, wir laden alle ein, die auf sowas Bock haben und wer harte Recherche möchte, der kann ja dann so lange noch beim Gunnar Kaiser oder beim Reitschuster vorbeischauen und dann am nächsten Mittwoch wieder oder am nächsten Donnerstag wird er dabei sein. Aber dann so zu schimpfen, so nach dem Motto, was soll denn das? Und das ist doch nicht nur wieso. Ich finde diesen Vorwurf einfach nicht gerecht. Ich finde das nicht fair, dass man das so dann auch so nach außen so, also, hey, das geht doch nicht und so. Ich meine, wie soll man denn sonst mit der Situation umgehen? Wir können nicht nur im Kaninchen, im dunklen Loch sitzen und uns trüben die ganze Zeit. Ist, glaube ich, schon zu viel der Rechtfertigung. Die allermeisten wissen das, glaube ich, sehr zu schätzen und fühlen sich da genauso unterhalten wie wir. Und ich habe es ja auch angekündigt, dass ich aufgrund der Tatsache, dass es eben verdammt viele gute Leute da draußen gibt. Ich meine, wir zitieren hier ganz oft einen Reitschuster und so weiter. Wer diese Infos haben will, der wird ja da auf jeden Fall fündig. Ist ja nicht so, dass da ein Mangel besteht. Ein Mangel besteht tatsächlich eben auch darin, und darin bestätigen uns eben auch viele Zuschauer, dass man auch einfach mal abschalten möchte, mal wieder irgendwie auch den Intellekt gekitzelt haben möchte und einfach mal gute Musik hören möchte oder einfach mal lachen möchte. Und das kommt mir persönlich zu kurz. Deswegen, so hatte ich es ja auch schon öfter mal angekündigt, möchte ich mich gerne eben darauf fokussieren. Das ist im Moment so ein bisschen so das, womit ich mich beschäftige. Die Comics gehören für mich genauso dazu. Ja, das ist eben mal so dieses andere. Und diese Chartshow, ich finde, das ist eben durchaus mehr als Unterhaltung, sondern es ist tatsächlich diese Musiker, die fühlen sich auch dadurch bestärkt. Ja, wir haben jetzt Songs eingereicht bekommen, die extra dafür gemacht wurden. Leute, die in dem Song Contest oder in der ersten Chartshow dabei waren, die fühlen sich unglaublich motiviert, die sind bestärkt, die bekommen Feedback. Darum geht es. Es geht darum, diese Subkultur, so wie wir sie eigentlich wollen. Ja, also ich über Nuviso wird oft gesagt, das ist alternativer Mainstream. Da sage ich, ja, genau. Das ist der Mainstream, wie ich ihn mir gerne wünschen würde im Fernsehen. Ja? Ich muss hier nicht dieses abgefahrene Rand-TV machen, ja, für eine spezielle Zielgruppe, sondern Unterhaltung, Entertainment oder wie ich es hier nenne, Infotainment, eben gekoppelt noch mit Geist und Intellekt und eben nicht nur völlig hohem Gelaber, wie man es eben immer öfter kennt. Das ist das, wo ich glaube, dass man damit vielleicht sogar noch mehr bewirken kann. Und bei mir ist es einfach nach 15 Jahren so, ich habe mich mit so vielen Themen beschäftigt, auch tiefer beschäftigt, dass ich da für mich persönlich auch die Erkenntnis draus gezogen habe, ich muss nicht jedes Thema bis in jede Tiefe ergründen. Und wenn ich jetzt halt zweimal in der Woche im Homeoffice sitze, muss ich trotzdem auch nicht immer top aktuell, immer ganz tief drin stecken. Ja? Einfach mal so eine Unterhaltungsshow einmal oder vielleicht sogar zweimal im Monat, wenn es blöderweise mit Halloween, Weihnachten oder Silvester zusammenfällt. Ja? Beugen wir uns natürlich gerne dem Schicksal und machen auch einfach mal eine gute Unterhaltungsshow. Wir beugen uns dem Schicksal. Wie bitte? Ja. Wir beugen uns dem Schicksal, ist geil. Und es ist ja tatsächlich so, 90%, weißt du, sehen das ja genauso und wollen das auch. Ja, also wir würden auch vielen etwas verwehren, wenn wir uns jetzt dagegen entscheiden würden. Message ich understood. Ich hab Bock drauf. Ja. Eigentlich alles andere ist egal, ich hab Bock drauf. Nachricht angekommen. Ich sag ja, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Gibt's jetzt einen Schnaps, ja? Bei mir nicht. Nein. Okay, Jungs, dann sind wir durch für heute, oder? Noch, wir hätten heute ein Thema unser gehabt. Unser großes Hauptthema. Ja, das ist uns irgendwie heute ist noch offen. Durch die Lappen gegangen. Heute wäre eigentlich 10. Jahrestag NSU. Und das ist natürlich ein Thema, das man jetzt nicht in einer Minute so kurz mal nebenan behandeln kann. Ich glaube, das müssen wir in Tiefe mal ergründen, was da unser Wissensstand ist und vor allem, was nach 10 Jahren jetzt überhaupt Sache ist. Ja, wo, was geht ab hier? Ne? Aber das
Genau, sehr interessantes Thema für alle. Wir haben es auf dem Schirm. Heute, also wo ihr das seht, heute am 4. Es ist 10 Jahre her, dass da das Wohnmobil gebrannt hat und dann diese ganze Story da sich dann aufgetan hat. Aber ja, tatsächlich, es ist so ein Riesenthema. Wir haben es nicht vergessen, aber wir haben heute einfach nicht die Zeit dazu gefunden, weil wir können das sowas dann auch nicht in 5 Minuten durchpeitschen, wollen aber trotzdem eben daran erinnern, machen das jetzt hier auch, dass sich das heute vor 10 Jahren gejährt hat. Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal in den nächsten Wochen vielleicht mal die Zeit finden, da mal intensiver reinzugehen. Vielleicht sogar könnte man auch zu dem Thema auch noch einen Gast einladen. Müssen wir mal schauen. Also wir haben dieses wichtige Thema nicht vergessen. Aber heute, wohin halt immer die Sendung auch fließt, das planen wir auch alles nicht so klar. Sondern heute gab es halt so viele andere Sachen, die haben halt, sind wir halt durch für heute Abend. Wonderful. Also Jungs, dann danke für diesen kurzweiligen Moment. Ich hoffe, die Marika, wie heißt sie? Die Margret. Margret hat wieder ein bisschen gestickt nebenzu. Das ist großartig. Das ist das Ding zu sehen. Fantastisch, Leipzig, echt. Ja, wir müssen dann an der Weihnachtsfeier machen wir ein Riesenfoto von uns allen. Dann kriegst du da einen Spezialgruß zugeschickt. Ja. So, dann Gruß nach draußen. Wir sind raus. Schaut am Sonntagabend wieder rein. Da ist es live und zwar dann mit der Nuvisa Chart Show. Ich habe sie heute schon geschnitten, die ganzen Clips. Freut euch drauf, das wird bombastisch wieder. Also in diesem Sinn, wir sind raus. Jungs, schöne Grüße und eine gute Nacht. Bis dann. Also Leute, ich muss schon sagen, ich bin jetzt mal zum ersten Mal seit langer Zeit wieder dabei, deutsches Radio zu hören. Und es ist echt irre, ja. Ich höre hier MDR aktuell. Und es dreht sich alles nur um Corona. Es ist total irre. Da muss man ja einen Knall kriegen, wenn man das hört. Also, Bericht von irgendeiner Caravan-Messe, wo es gar nicht so sehr darum geht, was da für Caravans verkauft werden, sondern wie die Corona-Maßnahmen sind und wie sehr sich das sogenannte 3G-Plus-Modell bewährt hat. Wie streng die das dort kontrollieren und so. Dann ein Bericht, ein Interview mit irgendeinem österreichischen Minister, der sagt, das war sehr gut, unsere 3G-Pflicht, die wir jetzt eingeführt haben, um die Impfquote nach oben zu kriegen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch 2G machen und so. Dann eine Umfrage unter Leuten, wie die das finden. Die sagen, ja, die Maßnahmen, das müsste noch viel mehr verschärft werden. Sie finden sehr unerhört, die Leute von der Straße, dass es da noch Leute gibt, die sich nicht impfen lassen haben. Und eine alte Oma sagt, ja, aber ich bin ja geimpft, deswegen mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen um irgendwas und so. Dann kommt der Sport, die beginnt mit einer Nachricht, dass der Fußballer ausfällt, weil er halt an Corona erkrankt ist und so. Also es ist wirklich irre. Es erinnert mich total an DDR. Wo in jedem Beitrag und wenn es auch um Plätzchenbacken ging, irgendwie so immer der Nutzen für den Fortschritt der sozialistischen Gesellschaft betont werden musste und wie toll das jetzt ist für die Planerfüllung und wie schlecht das ist für die imperialistischen Kapitalistenschweine im Westen. Also ich muss wirklich sagen, also man muss hier einen Knall kriegen, wenn man das sich anguckt, ja? Wollte ich nur mal kurz loswerden.